We'll be right back.
Ich habe heute einen Gast, auf den ich mich wahnsinnig freue, den authentischsten und ehrlichsten Foto-YouTuber, den ich kenne, eine richtige Persönlichkeit und ich freue mich jeden Samstagmorgen, ich kann es kaum erwarten, mein Samstags-Frühstücksfernsehen einzuschalten, nämlich dann, wenn Klaus Helmich, Lichtbild-Idealisten, sein neues Video hochgeladen hat. Und seine Videos sind nicht nur interessant und spannend und lehrreich, sondern sie sind auch super unterhaltend. Und ja, er ist eine der markantesten Persönlichkeiten im Fotobereich auf YouTube. Und ich kann euch sagen, er ist so, wie er auf YouTube rüberkommt. Und er ist immer eine Bereicherung und immer erfüllend, mit Klaus zu sprechen. Und deswegen freue ich mich, dass ich ihn heute hier am Start habe, im Livestream. Noch ist Klaus stumm geschaltet. Und ich würde sagen, ich mache das, was ich auch vorhin gerade gesagt habe, wo ich noch stumm war. Ich schaue mal kurz, wer heute am Start ist. Und andere Maus, Markus 78. Schauen wir mal, ob das heute funktioniert, ohne dass hier allzu viel Zeug reinkommt, aber das geht immer noch nicht. Ricardo Schmidt ist da. Heti. Luisa. Super. Ivo 01. Wir haben schon das eine oder andere besprochen. Der Markus ist da. Mensch, super Markus. Freut mich, dass du dabei bist. Ich glaube, ich kann gar nicht alle begrüßen, aber Lukas, Günther, Uwe, Oliver habe ich schon gesagt, Sebastian, Luisa, Foul Officer, Rinaldo. Ja, ich würde sagen, wir starten. Ich schalte den Chat aus und ich begrüße live on stage. Ich begrüße Klaus. Hallo Klaus, du bist jetzt live auf dem Bildschirm zu sehen und vielleicht auch zu hören. Ja, Da ich höre testen wir dich. doch direkt mal. Hallo, guten Abend an dich, Markus, und natürlich an alle Zuschauenden, um dann direkt mal korrekt zu gendern, ne? Ja. Ja, also mir hat das schon am Anfang sehr gut gefallen, dass der Ton nicht ging, weil dann konnte ich diese ganze Salbung von dir, diese Ölung, die konnte, die ging, also ging runter für Öl, Markus, für die Öl, Markus. Vielen Dank dafür, besonders, dass ich das mir zweimal anhören durfte. Also das hat mir jetzt eigentlich den Abend schon versüßt. Also jetzt kann es eigentlich nur noch geil werden, die nächsten Stunden mit dir. Ja, jetzt also sehr unangenehm gelobt wurde ich hier, aber vielen Dank dafür. Ja, Klaus. Wir haben so eine kleine Agenda. Also erstmal hoffe ich, dass ich so ein ganz bisschen was, ich möchte nicht sagen rauskitzeln, aber dass wir hinter so ein bisschen, mir es gelingt, ein bisschen hinter diese prägnante Persönlichkeit zu schauen. Dann ist auf meinem Kanal immer ein super Thema, ein bisschen über Technik zu reden, zum Beispiel über die Z8 und vielleicht auch. Habe ich Fragen zum Beispiel Z8 versus Z9? Du hast ja beide Kameras, das ist spannend. Und ich weiß, du hast spannende Projekte. Und auch darüber möchte ich mit dir sprechen und natürlich auch die zukünftigen Projekte. Und vielleicht kann ich dir ein bisschen was entlocken, was uns da noch alles erwartet. Und das andere ergibt sich. Und ihr seid natürlich auch immer aufgerufen, eine Frage an Klaus in den Chat zu schreiben. Ihr unterstützt mich, wenn ihr da, das haben wir vom Paddy gelernt, so ein rotes Fragezeichen mit aufnehmt. Und dann könnt ihr euch nämlich so parallel auch ein bisschen untereinander unterhalten, ein bisschen untereinander chatten. Und dann kann ich schneller die Fragen dort raus extrahieren. Und ja, Klaus, ich habe am Wochenende, nee, am Wochenende, ja, auch am Wochenende, ich habe da unheimlich viel an dich gedacht, weil ich habe versucht, dich ein bisschen nachzumachen. Und ich habe versucht, so ein bisschen deinen Vlogging-Style zu imitieren. Und ich sagte, es war mega anstrengend. Es war so anstrengend.
Ich war dann noch in der Wildlife-Fotografie unterwegs und habe eine zweite Kamera dabei gehabt. Zum Glück sind beide Kameras nicht kaputt gegangen, weil sie dann immer gegeneinander gestoßen sind. Und also was ich damit sagen möchte, ich werde nachher noch hoffe, dass ich da noch ein bisschen Unterstützung von dir bekomme, wie ich da besser vorgehen, wie ich das besser mache. Aber mich würde natürlich so ein bisschen interessieren, das YouTube ist ja nichts, was einfach so nebenbei läuft. YouTube ist wahnsinnig viel Arbeit. Was treibt dich an? Was bringt dich dazu, diese viele Energie neben der Arbeit noch in deinen YouTube-Kanal zu stecken? Frage ich mich auch öfter in den Momenten, wo man dann wieder merkt, dass nicht unbedingt die Videogeschichte oder das Videoformat, was man mit wirklich viel Aufwand gedreht hat, auch wirklich das ist, was am meisten Feedback bekommt. Aber ich glaube, da muss man sich von lösen, ne? Dass man einfach sagt, hoher Produktionsaufwand, hohe Kreativität, hoher Zeiteinsatz generiert man hohe Klickzahlen mit. Tja, was treibt mich an? Ich habe einfach, glaube ich, Bock, Geschichten zu erzählen. Und wie du das schon so gesagt hast, also Technik liegt mir, glaube ich, weniger, weil ich zu wenig Ahnung habe, da technische Geschichten zu testen in aller Tiefe. Ich mache es dann immer lieber aus dem Bauch raus, aber ja, ich versuche da schon einen gewissen Prozentanteil zu haben, aber am liebsten mag ich es, glaube ich, ja, so alles, was mit Foto und Reise zu tun hat, so in so einer Tagebuchform wirklich zu erzählen und was eigentlich so passiert und was vielleicht auch mal schief geht. Ja, das ist so der Antrieb. Also eigentlich gar nichts Spannendes. So das tagtägliche Dasein, das man hier auf dem Erdenrund so fristet, ne? Ja, und dann bist du ja, also deine YouTube-Projekte, die handeln ja auch sehr oft von deinen freien Arbeiten. Also ich nehme dich als durchaus als Künstler wahr und auch die freien Arbeiten noch neben dem Geschäft, was dann neben dem Alltäglichen und was das dann auch das Geld reinbringt, neben dem, das läuft ja alles noch parallel, machst du auch noch freie Arbeiten. Was treibt dich da an? Was ist da die Inspiration? Naja, ich glaube, jeder, der in einem Fotografiebereich unterwegs ist und halt Jobs oder als Dienstleister auftritt, egal in welchem Bereich als Fotograf, der lernt relativ schnell, dass die Jobs, die Geld bringen, nicht unbedingt die Jobs sind, die man auch machen möchte, immer so unbedingt, oder wo man sich halt von der, wie du schon sagst, von der künstlerischen Seite entfalten kann. Und für mich ist es in der Tat teilweise so ein Ausgleich. Ich habe jetzt gerade erzählt, ich hatte heute ein Business-Shooting im Studio für eine Landingpage von einer Agentur aus Düsseldorf. Das macht schon alles Spaß, gar keine Frage. Man lernt neue Leute kennen und vor allem, wenn man dann mit den Leuten auch so auf einer Wellenlänge ist und sieht, die haben auch Spaß, dann ist das alles gut und schön. Aber ich sage mal, Studioporträts in einer relativ klassischen Weise oder in einem speziellen Setup ist ja nicht unbedingt das, wo man so die eigene Kreativität laufen lassen kann. Und deswegen fällt es mir eigentlich nicht so schwer, so die Rest der Zeit. Ja, ich sag mal, dem kranken Kopf freien Lauf zu lassen und also Ideen, glaube ich, habe ich genug. Das ist einfach so. Ich überlege jetzt schon wieder, wann ich was umsetze, weil du wirst es kennen. Das fertige Produkt, das genießt man dann schön morgens am Samstag bei einer Tasse Kaffee, aber der Weg dahin, das ist ja jetzt nicht so, dass du den Almanach der Video-YouTuber aufmachst und da dann drin steht, so am Mittwoch drehst du dann das Projekt zu dem Thema, das ist gerade angesagt. Also die Ideenfindung ist ja auch noch so ein Prozess und dann muss man ja auch so ein bisschen, wie sagt man, für den Oliver ein Anglizismus, das Ganze ein bisschen clustern, ne? Damit man dann auch überhaupt, sag ich mal, zielgerichtet die wenige Zeit dann auch noch für so Projekte hinkriegt. Nee, ich habe da einfach Bock drauf. Also quasi ist das für mich die Erholung von den Sachen, die künstlerisch vielleicht weniger kreativ sind. Du hast ja, du nennst ja deine künstlerischen Arbeiten, den Output, den nennst du ja auch oft Moped. Verstehe ich das, dass du zum Mopedfahren kaum mehr kommst? Das stimmt. Also ich war, eigentlich bin ich tief im Herzen immer noch Rocker. Nein, Spaß beiseite. Ich bin immer gern und viel im Moped gefahren, aber je älter ich werde und je mehr ich fotografiere, fehlt mir wirklich die Zeit. Also ich habe das Motorrad oder die Motorräder, die ich gerade besitze, die nutze ich gerne nochmal
zum Fotografieren halt auch. Aber ich glaube, das ist so eine Ruhrpott-Nummer, dass da schon zu dem einen oder anderen Gegenstand gerne mal Moped gesagt wird. Also, das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gegenüber einer DZ9 oder Z8 oder irgendwas. Das sehe man mir nach. Ich hatte letztens einen Kommentar, da wurde ich gefragt: Ja, warum sagst du denn zu der Kamera Moped? Ja, ich sage, das ist halt so meine Redensart. Ja, aber das ist doch eine Kamera. Ja, ich sage, für mich ist es halt ein Moped. Und ich glaube, man kann das ja auch abstrahieren, dass jeder so eine, ja, nur eine kleine Sprachauffälligkeit mit sich bringt, mit hat. Nee, mit hat. Sie ist jetzt was, würde mich schon. Also, dass jeder so die ein oder anderen Sprachtick hat, genau. Verstehe, verstehe. Also, dann habe ich das wahrgenommen, dass da sozusagen schon noch eine kleine Leidenschaft sozusagen neben der Fotografie besteht und das aber Ja, natürlich also ich da hätte wenig ich Raum nicht für zwei bleibt. linke Hände. Genau, also ich bin schon, ich glaube, der Fachbegriff ist Petrolhead, so kann man das, glaube ich, nennen. Also ich bin schon sehr, sehr Fahrzeug- und Motorradaffin und könnte ich besser schrauben, was ich gar nicht kann, würde da wahrscheinlich, vielleicht würde ich dann weniger in der Fotografie machen, wenn ich da mehr ein Händchen für hatte. Aber ich kann mich schon sehr für gerade für Motorräder und auch so 70er, 80er, so die Epoche an Autos sehr begeistern, ja. Du beklagst ja immer und ich beklag das auch, aber im stillen Kämmerchen. Du beklagst ja immer, dass Sollen wir mal zusammen klagen jetzt gerade? ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, Markus. Also das, was ich, weißt du, ich habe so breite Hände. Ja, und damit würde ich alle neuen Abonnentinnen und Abonnenten umarmen. Aber sie kommen einfach nicht. Sie kommen nicht. Und wenn sie kommen, das ist ja ganz schön, aber ich kann sie alle mit Handschlag begrüßen. Ja? Und das ist sozusagen so ein bisschen der Schmerz bei der ganzen Sache. Ich frage mich, ob nicht ein Moped-Kanal vielleicht viel mehr, viel schneller Reichweite bringen würde. Gibt Ich ja glaube viel nicht mehr Moped, ich, Mopedfahrer ja, als Auto, glaube ich. Nikon-Fotografen. Ja, ich glaube, wir haben uns da wirklich eine Nische ausgesucht, die einfach per se auf YouTube nicht sehr erfolgversprechend ist, wenn ich das mal so sagen muss. Also Auto, da habe ich das Gefühl, geht ganz gut. Frauen auf Moped geht ganz gut. Und Frauen überhaupt, sage ich jetzt mal, ohne da rassistisch als falsche Wort chauvinistisch zu klingen, geht ordentlich im Video drapiert und angezogen auch ganz gut. Das ist so meine Wahrnehmung von YouTube. Ja, also zumindest auch in unserer sehr stark männlich dominierten Zielgruppe. Ich habe ja schon überlegt, ob ich nicht besser zu Sony wechsle, weil das wird gut sein für die Reichweite. Aber das habe ich nicht übers Herz gebracht. Aber es gibt ja auch schon starke Sony-Kanäle, ne? Das darfst du jetzt auch nicht vergessen. Und ich glaube, ich weiß es nicht, meine Einschätzung hier, der Stefan von Lichtgebildet, der hat ja irgendwann als Zweitkamera sich eine Fuji geholt und dann, glaube ich, auch einfach mehrere Videos. Und das hat ihm nochmal einen richtigen Schub gebracht für einen Monat, aber dann war halt auch wieder vorbei. Also ich glaube, das ist eine Milchmädchenrechnung. Und Okay. ganz ehrlich, ich bin mit, also ich sage ja immer, wir wollen ja, jeder soll mit dem fotografieren, wo er Bock drauf hat. Ich habe auch überlegt, schon mal nach Sony zu gehen, aber nee, ich mag Nikon, passt mir einfach besser. Ich komme damit gut klar. Also nee, neben dem ganzen finanziellen Verlust, den man machen würde, wenn man seine Hardware verkauft. Also es ist nichts, was mich so sehr ärgern würde, die Sache jetzt, nee, ganz im Gegenteil. Also ich bin da sehr zufrieden mit Nikon. Ja, ab und zu mal nehme ich auch eine Sony in die Hand und ja, man da darf immer eins nicht vergessen: Sony lebt ja vom Kameraverkauf, weil die haben ja die Objektive freigegeben. Das heißt, die verdienen wenig an den Objektiven und wir haben das Bajonett freigegeben und die verdienen nur an neuen Kameras. Deswegen gibt es auch ständig eine neue Sony-Kamera und da müssen die halt ihre ganzen Innovationen reinpacken und das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Die müssen letztlich auch dafür sorgen, dass du mit der alten Kamera danach nicht mehr fotografieren kannst. Und deswegen, einfach weil die Usability auch zu schlecht ist, würde ich nie auf Sony umsteigen. Ja, Canon ist ja noch komplett dicht, ne? Die machen ja wohl nicht auf für Third-Party-Hersteller. Nikon geht es ja jetzt so langsam los, ne? Die inoffiziellen Tamron-Linsen, Sigma hat ja jetzt die ersten rausgehauen, TT Artisan und Wildrock sind ja auch noch am Start. Also da bin ich eigentlich ganz froh drum, dass man da auch rechts und links mal gucken kann.
wenn man, ich sag mal, im eigenen Haus nicht wirklich fündig wird. Jo. Ja. Ich würde sagen, wir kommen vielleicht nachher nochmal so auf deine, also so deine Schwerpunkte, die sind ja, wenn ich das richtig sehe, einerseits, also deine kreativen Schwerpunkte, die sind einerseits Wildlife-Fotografie und kreative Porträts. Nehme ich das richtig wahr oder gibt's, hab ich was übersehen? Das hast du sehr gut gesagt. ab und zu mag ich es auch ganz gerne in der Natur oder nur Landschaften zu fotografieren, hängt bei mir aber ganz viel von den Locations ab. Und in Deutschland selber, das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, hat sicherlich auch schöne Ecken, aber dazu treibt es mich mehr dann doch so mehr im Ausland, wenn ich es mal wieder schaffe, die Welt zu bereisen, an, dass ich dann auch gerne mal Skylines von Städten oder sowas mache. Aber aktuell, nimmst du vollkommen richtig wahr, würde ich sagen, ist Porträtbereich und ja, Wildlife-Versuche so mein Schwerpunkt. Warum Wildlife? Wie bist du auf Wildlife gekommen? Boah, das ist eine gute Frage. Die ist ganz, ganz schön gut, ist die. Also ich habe als kleine Kröte fand ich Tiere irgendwie total spannend. Ich habe irgendwie zu ihrem Geburtstag dicke Bücher von Tieren geschenkt gekriegt und die dann gewälzt und mir die Bilder da angeguckt und weiß ich nicht, Tiere, ich fand es halt irgendwie immer spannend, wie es zu fotografischen, ich kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig beantworten. Vielleicht über die Technikschiene, dass mich dann, also als ich 2017 in den USA war, da war ich in San Diego und die Ecke La Jolla, das ist ja relativ im Süden an der Küste von San Diego, da gibt es halt Seehunde ohne Ende. Und seinerzeit hatte ich einen 70-200er auf 2,8 mit und einen Telekonverter. So, und dann habe ich einfach da Seehunde und dachte, geil, vor den Wellen und naja, dann ging es halt los. Ne? Das 70-200 mit einem Zweifachkonverter, das war dann doch wieder zu wenig und dann ging so der Wahnsinn durch die ganzen Telebrennweiten los. So, dann habe ich da, glaube ich, so ein bisschen Blut geleckt irgendwie. Also eigentlich so ein Beifang, wie man sagt, so bei der Reisefotografie. Dass die einfach so da waren, die Viecher. Ja. Dann kommen wir einfach danach nochmal drauf zurück. Mich würde jetzt so ein bisschen interessieren, Nikon Z8, du bist ja ganz früh eingestiegen. Es gibt sogar schon ein Vorerscheinen der Z8, gibt es auf deinem Kanal ein Video dazu. Auch immer interessant, sozusagen, was da die Erwartungen waren. Und dann hast du ja ganz unmittelbar, nachdem du ein paar tausend Bilder gemacht hast, hast du ja einen kleinen Review, einen emotionalen Review rausgehauen. Wie ist denn der zweite Blick jetzt nach 3 Wochen oder sind es nur zwei auf die Z8? Zwei, glaube ich, zwei, Ja. ja. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Also der bleibt. Ich bin nach wie vor total begeistert. Ich hatte jetzt, da kommt am Sonntag ein Video, kann ich vielleicht ganz kurz mal anteasern. Ja, ich sag mal so viel. Ich habe ein Porträt-Shooting Outdoor gemacht mit einer abstrusen Brennweite, die eigentlich nicht für Porträts gedacht ist. Das war eine schwierige Lichtsituation. Es war schon relativ dunkel. Es war ein komplett unruhiger, bewegter Hintergrund und das Model hat sich bewegt. Und da konnte ich jetzt auch wieder so in Grenzbereichen so ein paar Autofokus-Erfahrungen machen. Und ich habe heute noch einen Kommentar gelesen, dass jemand gesagt hat, er hält den Autofokus und die Motiverkennung der ZV8, sei schon der Z8 für performanter als den der Z9. Und das wird bestimmt mit dem nächsten Software-Update nachgebessert. Würde ich mich dem nicht anschließen wollen. Ich sehe da keinen Unterschied. Für mich funktionieren beide tadellos und auch jetzt diese schwierige Situation, die ich am Samstag geshootet habe. Ich war immer wieder fasziniert, weil es gibt ja, ich fand ja Stefan Wiesner hat es in dem letzten Video relativ cool auf den Punkt gebracht, dass der Autofokus bei Nikon, der ist tippitoppi. Die Motiverkennung, da ist Sony zumindest was Vögel angeht, vorneweg. Aber ich kann jetzt nur sagen, sowohl Z9 als auch Z8, was die Motiverkennung von Menschen angeht, bin ich da unglaublich beeindruckt. Auf welche Entfernung da noch ein Kopf erkannt wurde bei Lowlight, sage ich jetzt mal. Also mein Votum bleibt, Z8 ist ein geiles Ding. Und ich sehe die absolut ebenbürtig, was die AF-Performance angeht mit der Z9. Da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Ich habe die Hochzeit mit beiden parallel fotografiert, eine Brennweite so, eine so. Da habe ich keine signifikanten Unterschiede wahrgenommen, aber wie immer nur Bauchgefühl und keine Messwerte.
Interessant. Ich habe ja auch an dich gedacht, als ich am Wochenende unterwegs war, Wildlife-Fotografie. Und ich habe es leider nicht geschafft, das hier auf dem Rechner aufzubereiten. Aber ich habe natürlich auch Vögel fotografiert. Ich habe auch Vögel im Flug fotografiert. Und ich Ja. würde es gerne mal, mache ich auch mal in einem der nächsten Videos. Ich habe eine ganze Serie, das kann man ja auch an den Bildnummern dann ganz klar dokumentieren. Da ist kein Ausreißer dabei. Der Vogel fliegt und ob er von hinten und von vorne und also dynamische Flugsituation und die sind alle astrein. Und auch kleine Vögel habe ich fotografiert und einmal drauf und zack. Ja, aber klar, also ich finde eher, womit ich kämpfe, ist an der Z9 und ich gehe davon aus, dass an der Z8 identisch ist, ist halt, wenn du im Motiv, das ist ja bei Wildlife sehr oft der Fall, im Vordergrund Gräser hast, Gestrüpp und so weiter. Dann musst du Technik haben, um den Autofokus in das dahinterliegende Motiv zu bringen. Aber da gibt es Technik und kann ja mal einen Tipp raushauen. In dem Moment nehme ich einfach das Motiv einmal kurz an den unteren Bildrand. Also ich gehe mit der Kamera hoch, dann habe ich die Motiverkennung und dann gehe ich wieder runter, frame das Bild und dann habe ich auch mein Tier, habe ich auch die Tiererkennung, ist die auch scharf. Also ich habe da andere Erfahrungen gemacht bei den Vögeln, aber vielleicht war es bei schlechten Lichtverhältnissen. Was meinst du mit anderen Erfahrungen, gute oder schlechte? Ich habe bei Vögeln gute Erfahrungen gemacht mit der Ja. Motiverkennung. Ich kann das so Ja. erstmal Nee, nicht also bestätigen. ich hatte ja einmal das Vergnügen, dass ich mit zwei Sony-Jüngern unterwegs war, die beide eine Alpha 1 hatten. Und dann habe ich die Alpha 1 auch mit der gleichen Brennweite, Ah also ich habe ja. die Kameras wechseln können, beim gleichen Vogel an der gleichen Stelle, beim gleichen Licht. Deswegen kann ich mir dieses Urteil, glaube ich, erlauben, dass ich wirklich da einen direkten Vergleich hatte. Ich Okay. wollte damit nicht sagen, dass da komplett versagt. Es war alles einen Tacken langsamer, sage ich jetzt mal. Aber natürlich hat es funktioniert. Also da habe ich mich dann wahrscheinlich gerade doof ausgedrückt dabei. Nee, nee, das ist. Aber die A1 hatte gerade bei Vögeln so gefühlt, so eine Sekunde hat sie schneller erkannt. Ja. Und das Video gibt es auf deinem Kanal. Und wer das noch sehen möchte, der macht zwei Schritte. Der abonniert deinen Kanal und Jawohl. dann guckt dann nach dem Video. Ja? Und durch das Abo ist sichergestellt, dass auch zukünftig, wenn du solche Vergleiche machst, dass da nichts verloren geht. Denn ihr könnt ja immer noch entscheiden, ob ihr das Video guckt. Und warum ist das Abo für uns so wichtig? Das Abo ist für uns so wichtig, weil wir damit unsere Reichweite dokumentieren können. Meine Videos haben oftmals eine größere Reichweite, als ich Abonnentinnen und Abonnenten habe. Aber je mehr ihr unseren Kanal pusht, desto stärker haben wir auch eine Präsenz gegenüber den Herstellern, können mehr Technik ausleihen und können generell mehr machen. Und deswegen solltet ihr insbesondere unsere beiden Kanäle, solltet ihr durch ein Abo unterstützen. Und das Hast du da Rolli noch war was natürlich auch vom hinzuzufügen? Uwe, ne? Das hast du sehr schön gesagt. Ich habe das gerade mitgeschrieben, damit ich das vielleicht auch mal in mein nächstes Video so einblenden kann. Das hast du überzeugend gesagt. Sehr überzeugend. Das Video heißt übrigens, glaube ich, Kampf der Titanen, habe ich es genannt. Genau. Falls einer speziell dieses Video sucht. Ja, sehr schön. Aber kommen wir weiter auf die Z9 und Z8. Das finde ich eine spannende Sache. Also kann ich mir praktisch vorstellen. Ich habe mir sogar schon überlegt, ist eigentlich ganz gut, nicht zwei gleiche Kameras zu haben, weil wenn du dann verschiedene Brennweiten drauf hast, dann hast du von der Haptik her, kriegst du schneller wahrscheinlich identifiziert, was jetzt was ist. Wie war denn das Gefühl, die beiden Kameras so unmittelbar nebeneinander in so richtigen Belastungssituationen zu testen? Eine Hochzeit, das ist ja eine Belastungssituation für dich als Fotograf. Wie war denn da so das Gefühl mit den beiden Kameras? Gut. Also vor der Z8 war der Setup einfach immer Z9, Z6 II. Ja.
eigentlich, oder ich drehe noch mal ein bisschen zurück, war das früher, so die letzten Saisons, Plural von Saison, habe ich eigentlich fast ausschließlich Z62 gemacht, weil ich immer gesagt habe, 24 Millionen Pixel, die reichen mir von der Hochzeitsreportage. Aber dann hatte ich, boah, bist du noch da, Markus? Ich sehe dich im Bild gerade nicht mehr. Ja, ich bin, das darfst du doch nicht sagen hier. Ah, du bist. Ach Nein. so, sorry. Ich dachte, ja, Nein, mein Bild alles ist gut. gerade weg, ist gut. Ich habe dich auf Vollbild. Wir können. Ach, Ich habe gerade, ich habe hier der ein war gar nicht Monitor. weg, der war gar nicht weg. Ich habe hier, ich habe ja doch ein, ich habe ja doch einen Monitor, ja? Was? Wo ist der Monitor? Ah ja, jetzt sehe ich mich nur selber. Also, und da sehe ich das Live-Bild. Und dieses Live-Bild, das habe ich ein bisschen höher, weil da gucke ich immer drauf, weil ich dich angucken Ah, möchte, wenn du redest. Und ich ja. habe das ein bisschen Ja. höher, sodass unsere Zuschauer das Gefühl haben, ich gucke sie an und nicht immer so silberblickmäßig, so ein ganz bisschen darunter. Und den habe ich gerade ein bisschen höher geschoben. Das sind so Ah, die ja. Möglichkeiten, die ich hier als Host habe, dass ich dich auf Vollbild machen kann und dann kann ich mal kurz aus dem Bild gehen und ein paar Dinge regeln. Alles klar. Ja, um das Thema nochmal zu Ende zu bringen, ich habe eine Ja. Zeit lang hauptsächlich auf die Z6 II gesetzt und hatte immer noch anfangs die Z7 und dann die Z9 als Backup-Kamera dabei, falls was passiert. Aber irgendwann, je nachdem, was du für Situationen hast, hast du keinen Bock, immer Objektive zu wechseln, dann habe ich keine Ahnung. 24-70 ist meistens halt immer drauf in meiner Reportage und dann meistens noch eine etwas längere, lichtstärkere Brennweite, wenn es der Kirche dunkel ist. Und dann hatte ich halt zweimal in der Saison, dass der Autofokus bei der Z6 echt verkackt hat, dass ich einen Backfokus hatte, obwohl das Fokusfeld im Gesicht der Brautleute war beim Auszug. So, und dann habe ich noch mit Sony, Nikon hin und her geschrieben, da gibt es auch ein Video dazu. Welcher Bereich denn den Schwerpunkt in dem Fokus, also da war ein Hauptteil vom Kopf war im Fokusfeld und ein Teil war außerhalb, auf dem dahinter. Und trotzdem wurde auf dem dahinter der Bild scharf gestellt. Und dann, das ist natürlich Kacke, wenn sowas passiert. Und ab dann habe ich als Hauptkameramann die Z9 genommen, da hatte ich dann die Probleme nicht mehr. Deswegen war ich diese Kombo so sehr gewohnt. Ja, und jetzt ist es irgendwie geil, mit Z8 und Z9 habe ich jetzt eine Hochzeit gemacht, dass ich wiederum den kleineren Body habe. Das habe ich in dem Video, glaube ich, auch so erwähnt. Es ist halt ein Unterschied. Es ist alles ein bisschen leichter, ein bisschen handlicher, aber man hat die gleiche Performance und das ist schon geil einfach. Also immer dann, wenn ich sehr flexibel bin mit den Paaren, auf dem Paar-Shooting bin, habe ich Z6 genommen und wenn es nachher, ich sag mal, innen drin geht, wo du dann vielleicht auch mal die Sachen auf den Tisch ablegst, dann nehme ich dann auch mal so die größere. Aber meistens auch, was ich da für eine Linse drauf habe. Also das ist für mobiles Arbeiten würde ich die Z8 jetzt natürlich aktuell vorziehen, weil es einfach ein bisschen weniger Gewicht ist und ein bisschen handlicher. Z9 ist für mich so die Studiokamera oder wird sie jetzt immer mehr, ja, wo ich nicht so viel Meter mache. Ja. Okay, weil ich habe ganz viele Fragen. Du kannst ja auf dem Graumarkt, kannst du eine Z9 bekommen zum Z8-Preis. Eine Z8 kannst du verständlicherweise noch nicht auf dem Graumarkt bekommen. Und auch in der Schweiz, glaube ich, gibt es eine unheimliche Annäherung der beiden Preisniveaus. Und da habe ich viele Fragen bekommen. Ah, Markus, angenommen, Geld spielt keine Rolle oder angenommen, die sind gleich teuer oder fast gleich teuer. Was soll ich denn kaufen? Eine Z8 oder eine Z9? Und ja, ich sage immer, das kann Kann ich man schwer sagen. Das hängt ein bisschen vom genau. Einsatzzweck an. Aber wenn du das ganz vollständige Paket haben möchtest, musst du eine Z9 nehmen. Und das hängt so ein bisschen drauf an, auch wie stark Video und Foto parallel und im Wechsel und so weiter. Ich würde es halt auch ein bisschen davon abhängig machen, je nach Einsatzzweck, lieben es ja auch viele Fotografen, einfach viel mehr Knöpfe zu haben, die sie belegen können. Da wurde ja bei Z auch bei den Funktionstasten auch ein bisschen was eingespart. Also ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass gerade so Sport- oder Pressefotografen dann immer ihre festen Setups haben, wo die dann ihre Einstellungen drauf haben und dem einen oder anderen fehlt bei Z8 halt der ein oder andere belegbare Knopf. Oder ich sag mal, der Netzwerkstecker. Ist ja jetzt auch, glaube ich, nicht unabhängig, uninteressant, wenn man schnell die Sachen irgendwo hinschicken muss und hinladen muss. Fehlt an der Z8 halt auch. Für mich ist neben den reinen Knöpfen aber einfach, wie gesagt, die Größe aus so einem Ding. Wenn ich wieder auf irgendeinen Berg hoch will,
Ja, ich finde das anstrengend, weil ich halt ein sehr untrainierter Mensch bin und wenn ich dann Kilo weniger mit hochschleppe, umso geiler, ne? Ja, du hältst jetzt gerade die Z9 rein, sehe ich. Ja, nutzt du diese unteren Knöpfe hier? Diese, also den Mikrofonknopf, den Auflösungsknopf und den, siehst du die? Ich nutze die auch nicht. Ich nutze die auch nicht. Und dann ist es Ich habe ein die Knopf, na, das ist ein Knopf, den du weniger hast, nämlich hier vorne ein FN-Knopf zwischen Z8, Nee, ich habe also. die mit Panzertape abgeklebt, auch brauche ich nicht. Ja. Genauso hier wie dieser Schwachsinn. Ey, wie oft ich aus Versehen hier mal einen abkommen lassen hier oben in dem Hochformat. Du kannst es ja verriegeln, ne? Dass du den Hochformat-Auslöser nicht Ja, auslösen kannst ja. hier. Und ich habe das so oft entriegelt und dann halt ich das Ding in der Hand und fotografiere gar nicht, denke, wieso machst du jetzt wieder ein Foto auf? Was habe ich da geflucht? Also deswegen, für mich ist die Z8 jetzt schon geil. Also so, wie ich es mir gewünscht habe. Das, was ich persönlich nie benutze, fehlt da jetzt. Ja, würde mir genauso gehen, würde mir genauso gehen. Ja, das ist interessant. Ich gucke auf meinen Zettel. Wollen wir ein bisschen über. Ich löcher dich jetzt nochmal. Wie machst du das? Wie machst du das mit der Z30? Einerseits vloggen und andererseits noch eine Hauptkamera zu haben und dann Wildlife. Und wo kommt die Z30 hin? Ja. Und. Es ist mir ein absolutes Rätsel. Ja, das freut mich. Mich freut das, dass du das sagst, weil du glaubst nicht, das wäre mal so behind the scenes, was ich schimpf wie ein Rohrspatz. Weil ich müsste hier, wie heißt denn diese indische Figur mit den mehreren Armen? Mir fehlen immer mindestens zwei Arme dabei. Ja. Und je nachdem, was ich vorhab, manchmal lasse ich auch bewusst den Fotorucksack weg, weil ich nur mit kleinem Geschirr habe. Also, der Klassiker ist wirklich. Wenn ich mich da selber sehe, das kommt jetzt demnächst noch in den Roadtrip Diaries, dann bin ich mit dem Scooter unterwegs, habe dann die Z9 mit dem 400er nur mit dem Gurt hier umgehangen. So, dann denke ich immer, ja, das ist praktisch, dann hast du einen steifen Hals, aber was ist, wenn du dich mal mit dem Scooter auf den Appel lässt, ne? Also da darf man ja gar nicht drüber nachdenken. Und ich habe ja, ich weiß nicht, das hier, die GoPro, habe ich halt auch immer bei den Exkursionen noch mit, weil damit mache ich halt manchmal B-Roll, aber gerne mal so Zeitraffer, wenn nichts passiert. Und die habe ich dann halt auch noch mit und manchmal halt auch ohne was. So, und diese Halterung, ich setze auf diese Halterung, ich weiß nicht, ob du die kennst, das Ding heißt The Jaw oder Jaw von GoPro. Da kann ich auch, wenn einer Interesse hat, nur original kaufen, weil die nachgemachten, die leiern irgendwann aus. Da ist so, boah, dass das richtig wehtut. Und am Anfang hatte ich diese Schwanenhalsgeschichte, die sind jetzt letztens aber gebrochen. Und das ist jetzt eine Halterung, ich kriege da jetzt nichts für, von Peggy Tech heißt die. Die kostet, glaube ich, 29 Euro. Und das ist meine universelle Killerlösung. Die habe ich sowohl an der GoPro dran, als auch an der Z30. So, und zum Transport klippe ich mir die dann irgendwo, wo ich mit der Klemme, die habe ich an der Hose rumbimseln, am T-Shirt, damit ich die Hände frei habe zum Fotografieren. So, und manchmal halte ich dann die Wildlife-Kamera hier und die Kamera so. Und ja, wie oft sage ich schon immer zum Padawan, wenn ich mit dem unterwegs bin, ja, ich möchte einmal groß und berühmt sein, dass ich mir wie so ein Roadie kaufen kann, der mir meine ganze Kacke, du auch, ne? Also, es ist, ja, und wenn dann die Drohne noch dabei hast. Es ist ja noch immer was, ne? Noch ein anderes Objektiv, Stativ, Regensachen, dann noch was zu trinken. Also ich glaube mir, Markus, das, was du fühlst, fühle ich auch. Und ich schimpfe dann auch immer. Nur das ist im Video nicht zu sehen. Also das ist, ich habe da keinen Geheimtrick für dich. Das tut mir total leid. Das macht bei mir auch echte Emotionen. Da, wo ich Wildlife mache, das hat ja den Vorteil, dass das Naturschutzgebiet sehr weitläufig ist und dass sozusagen da einfach Tiere ohne Ende sind, weil du kommst nur mit dem Fahrrad hin. So, und dann fahre ich mit, und dann hier das, ich bin ja noch, ich habe ja nur einen 4-5er, ne? Das ist ja noch nichts, aber auch das wiegt was und fettes Ja. Stativ, ne? Fettes Ja. Stativ zum Filmen.
Und die Z30. Und dann habe ich ja, ich mache es ja mit der Z30 jetzt mit dem 1424. Das ist ja auch nicht das Wildrocks, na gut. Ne? Wenn das eine Schramme hat, okay. Aber es ist die Hölle. Es ist so die Hölle. Und dann habe ich ein kleines, leichtes Stativ gehabt. Ne? Und damit ich die wenigstens hinstellen kann. Ne? Ja. Aber ich habe schon gesehen, im Hintergrund vorhin, ich hoffe, ich darf das sagen, habe ich ja schon die Hantelbank gesehen, damit du natürlich beim Vloggen, ne, die Kamera halten kannst. Genau, das ist auch der einzige Grund. Ich trainiere auch immer nur den Link, also ich vloggiere immer mit links. Genau, deswegen, ich habe auch nur eine Hantel für den Linken. Genau so. Aber du hast jetzt gerade was von dem 1424er erzählt, von Wildrocks. Nee. Ist das eine 2,8er-Linse? Ja? Nein, 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 das ist die teure Nikon-Linse Ich wollte schon sagen, 1424 okay. 2.8. Und ich sage, das ist kein Wildrocks 13 mm, Alles klar. sondern Ja. na, wenn das mal so hier so Aber zum. rumbaumelt und ans Fahrrad Ja, schlägt oder ja, ja, so. ja, 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 ja. Ist mir auch schon passiert. Ja. Ja. Aber ist sie nicht zum Vloggen ein bisschen zu weit schon? Weil, wenn du die dann auf APS-C hast, bist du ja auch bei 32 mm ungefähr. Ne? Bei, nee, sogar noch mehr, ne? Bei Ne, 34 14, ungefähr. Ne? 14, 14, das Wildrocks hat 13 Ach, und ja, dann bist du 14. bei 24. Jo, jo, Und jo. das Gute ist, ich kann halt auch mal auf 24 hochdrehen und kann dann nochmal so Detailshots machen. So weit Ah, gekommen. ein bisschen noch in dem. Ich Warte, weiß noch warte. nicht. Warte, ja, in der Mitte, Ja. ne? Power Zoom. Bisschen noch drehen der Ja. Spiegel. Ja, jetzt haben wir es. Super. Ja. Ah, cool. Ja. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich es behalte. Ich will es auf jeden Fall mal testen, weil das ist, ja, ich mag es ja gerne, dass es offenblendig ist. Das hat das Ding nicht, aber hat halt ein Stabi. Mal gucken. Da werde ich mal gucken, vielleicht am Donnerstag ein Review drehen, indem ich dann mal das Wildrocks, also mal so einen Vergleich mache zu dem, auch was das Gewicht angeht. Weil ich ja gerade aktuell wieder am Überlegen bin, mir nochmal eine ZV1 zu holen. Allerdings die erste, weil ich die ZV1 2 albern finde, ich ganz persönlich, mit den Specs, die sie da rausgehauen haben. Wenn wirklich so Fluggepäck wieder voll ist und so und nochmal mehr Gewicht, weil das Ding ist halt ein Floh. Ne? Ich habe sie jetzt, meine kaputte, wo ist sie? Hier steht sie jetzt nochmal. Wenn man die mal gegeneinander hält, dann ist halt schon echt ein Unterschied, wenn man das nochmal sieht. Ne? Ja, was hat die für eine Ja. Offenblende? Welche, die Die Sony, die erste? Sony, also was für Ja, eine. eine 1,8 auf 24. Hat zwar nur Okay. einen 1-Zoll-Sensor, aber ein bisschen freistellen kannst du damit. Und deswegen verstehe ich das eben nicht, dass sie jetzt die Blende runtergemacht haben und sobald du die zuschraubst, aber ist egal. Ja. Auch da habe Ja. ich ein Video drüber gemacht, weil ich das nicht verstanden habe. Ich bin ja hier in Berlin, hier gibt es ja auch an jedem Meter gibt es ja auch Roller. Ne? Und ich habe das Gott sei Dank noch nicht mit der Kamera geübt, aber ich habe dann immer mal an dich gedacht, habe ich gedacht, okay, fährst du Roller und habe dann mal so, nur mal, wie machst du das? Es Ja. gibt auch Videos, wie du im Selfie-Style, im Vlog-Style mit dem Roller fährst. Ja. Ja, ich habe mal, bevor ich fotografierte, im Zirkus gearbeitet, da war ich Einradfahrer. Nein, also es ist schon wackelig. Ich habe jetzt übrigens auch eine neue Halterung, die werde ich jetzt mal auf dem nächsten Trip ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die würde das Ganze ein bisschen ungefährlicher machen. Und Ja. zwar ist das so ein Carbon-Stick, kann man den sehen? Ja. Ja. Also hier ist ja, wie so eine Rohrstelle. Ja. Habe ich am Moped schon getestet, ist von GoPro, ist nicht ganz billig, aber sehr leicht, sehr steif. Und wenn du halt, GoPro hat ja bei gutem Licht einen guten Stabi, da kriegst du interessante, auf dem Moped hat gut geklappt und das werde ich mal einen Scooter dran machen. Aber der Trick, also dieses einhändige Fahren, weißt du, was wirklich der Trick ist? Also es wird ja total eilig in der Lenkung, ne? Das meintest du Ja. ja wahrscheinlich. Ne? Ja. Ja, ich sage jetzt mal, wir sind ja unter uns, du musst das Gemächt vorne an den Lenker drücken. Okay. Ja, 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 Dann ja. kriegst du ein bisschen Ja. Stabilität rein. Das Ja. hört sich jetzt Ja. profan an, ist Ja, aber ja. so. Ja. So quasi eine gedämpfte Supporting Lenkung. quasi, Uwe. Genau, ja, genau. Oder eine knochenharte. So, jetzt Weil schweifen wir ab. ich glaube, wenn wir beide mal uns treffen, dann müssen wir mal voneinander Behind-the-Scenes-Video machen
Und damit die Community mal so ein bisschen den Irrsinn erleben kann auch. Ja, das stimmt. Eigentlich hast du recht. Und ich sag mal, das werden wir ja auf jeden Fall machen. Das haben wir ja schon besprochen. Da habe ich auch Genau, extrem genau. Bock drauf. Ja. Genau. Genau. Ja, also dann bin ich ja ein bisschen beruhigt. Also für mich ist es auch ein mentaler Aufwand, mich aufs Fotografieren zu Ja. konzentrieren und dann immer noch mal den Bildwechsel um die Zuschauerperspektive und was. Also Ja. das muss ich noch üben, das kriege ich noch nicht so richtig hin. Und ich fotografiere dann und denke mir, okay, jetzt noch das bei der Wildlife-Fotografie ist halt super. Super schwierig, weil da natürlich die Zeit wegläuft. Das Licht ist ja der Zeitfaktor und ich stehe dann um 3 Uhr auf und dann radel ich ins Naturschutzgebiet, damit ich dann vor Sonnenaufgang da bin. Und danach ist dann einfach, läuft sozusagen die Zeit mit dem guten Licht ab. Und dann verschwinden ja auch die Tiere wieder, wenn es richtig hell wird und so weiter. Also das war mega. Das war meine größte Herausforderung. Es ist auch, also ich genieße es fast schon. Also einerseits, klar, man hat immer Bock, Videos zu machen und die Zuschauer mitzunehmen. Aber manchmal habe ich halt auch Fotoprojekte, auch freie Projekte und nicht jedes Model sagt, ich habe da Bock drauf, wenn ich jetzt mal in der Porträtfotografie bleibe. Und das sind halt auch Tage, die ich dann auch echt genieße, weil, wie du schon sagst, du hast 50% weniger Arbeit und kannst dich eigentlich auf das, worum es in der Hauptsache geht, ordentliche Fotos abzuliefern, konzentrieren. Ich habe auch schon ganz oft gedacht, ich habe ein Video auf meinem Kanal, das heißt, wie geht TFP? Da habe ich mich halt wirklich mit einem unbekannten Model getroffen, was ich noch nicht kannte. Und die Chris, die hat da Bock gemacht, die hat da Bock drauf gehabt und gesagt, klar machen wir das. Aber dann dachte ich, ey, so viel Content schon gefilmt, aber es kann ja auch mal sein, dass man zusammen überhaupt nicht harmoniert und kein ordentliches Foto rauskriegt. Was machst du denn dann? Du laberst da und erzählst ein und dann fotografierst du und lieferst überhaupt nicht ab, was ja jedem von uns auch mal passieren kann. Die Chemie stimmt nicht, man hat einen schlechten Tag, man ist nicht kreativ, man verkackt technisch. Ja, also ist dann irgendwie auch noch so eine kleine mentale Belastung, ne? Weil du willst ja das Video rausbringen, also musst du natürlich, es geht ja auch um die Fotos und auch ordentliche Fotos machen, ne? Machst du TFP? Ja, also nicht nur, aber auch, klar. Das sind dann, wie du schaust, diese freien Arbeiten in der Regel, wo ich dann einfach mal gucke, welches Model da passen könnte, ob die da Bock drauf hat, mache ich auch, klar. Weißt du, warum Weil, ich kein TFP mache? okay, Ich nee, sag kaufe mich mal. frei. Ja, also ich mache Ja, kein verstehe. TFP mehr. Der Zeitdruck und dann noch Bildbearbeitung. Ich mache das, ich zahle lieber und Ja, absolut. ich mir eine kleine Gage, ich mache Ja. eine nicht kommerzielle Nutzung und mache dann in den Vertrag rein, wenn es eine kommerzielle Nutzung wird, dann gibt es Ja. nochmal zusätzlich Cash. Und aber Ja. ich bezahle lieber, damit da nicht die Mails Ich weiß, kommen. was du Sag mal, meinst. hast du schon Bilder? Hast du schon welche bearbeitet? Und es passiert einfach, dass ich ein Shooting mache und die Bilder gar nicht bearbeite. Keine Ahnung. Oder später oder nach einem Jahr da nochmal reingehe und dann was mache. Ja. Das ist ein ganz interessantes Thema. Was ist so dein Gefühl, was die Modelgagen angeht, so in den letzten anderthalb Jahren? Das ist ein soziales Thema hier in Berlin. Okay. Die Modelgagen sind stark durch die schwierige Situation in der Ukraine beeinflusst. Genau. Das ist auch meine Wahrnehmung. Ja, also das ist wirklich schmerzhaft. Also da sieht man real die Not. Und für uns ist total toll. Ne, kommen tolle professionelle Models nach Berlin. Ich glaube, der Mark, weiß nicht, ob der Markus Weber noch im Chat ist. Der wird da vielleicht auch noch mal was gut dazu sagen können. Und das erleichtert im Moment vieles. Also einerseits die Auswahl und das drückt auch ein bisschen den Preis. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich versuche da nicht Kapital draus zu schlagen, sondern ich hab meinen niedrigen Preis, ja,
Es ist ja nur das TFP, was ich nicht mache. Und meistens kriegen die Models trotzdem Bilder. Na, ich möchte nur den Druck nicht haben. Und deswegen ja, kleines Honorar. Absolut verständlich. Und ja. Und Markus sagt gerade Supi. Nee, das ist noch der alte, sorry. Ja. Ja. Stefan Kämpchen würde übrigens den Sherpa machen, habe ich gerade gelesen. Das ich habe es auch gerade gesehen. Das ist absolut löblich, Stefan. Jetzt haben wir auch einen Beweis, ne? Genau. Also, ja, darauf kommen wir zurück. Ja, also genau, vor allen Dingen, wer weiß, wenn er wüsste, was er sich antut. Ja, ich kann es jetzt hier nicht zeigen, aber ihr könnt euch das Video anschauen. Ah ja, da habe ich die Sigma-Objektive getestet und das Sigma, wie ist das größte Weitwinkel? 18 mm. Das Sigma 18 mm APS-C für die Z30 und habe das gegen das Wiltrox getestet und welches derjenigen Objektive am besten für Vloggen geeignet ist. Und da kann man ein bisschen behind the scenes sehen, was ich noch so für eine Steadicam habe, um zu vloggen. Also darüber machen wir mal ein andermal ein Video. Und das hat Oliver Hummel hat das kommentiert, aber es ist eine praktische Sache fürs Vloggen und da kannst du die Kamera halt stabilisieren. Das ist mega schwer, du brichst dir einen ab, aber zur Not hast du fast beide Hände nochmal frei, weil die Vlogging-Kamera ist auf einer Steadicam drauf, die du auf wie so eine Rüstung trägst. Ja, guck mal, der Peter T. schreibt gerade, was haltet ihr für einen angemessenen Stundensatz? Also meine Wahrnehmung, um das Thema nochmal aufzugreifen, ist, dass da eine Preisabsprache stattfindet, weil ich kriege permanent auf der Modelkartei Anfragen von ukrainischen Models und eine Stunde ist da immer 100 Euro. Egal, was für ein Shooting-Bereich. Und, das ist zu viel. Ich will jetzt nicht sagen, dass das... ja, danke, genau. sag mal so, ich würde nicht sagen, dass es pauschal zu viel ist. Es kommt ja immer ein bisschen auf Portfolio und ich sag mal, wie gut ein Model ist und welche Präferenzen sie so mitbringt. Aber pauschal ist das zu viel. Das ist auch meine Wahrnehmung. Deswegen, das, was du jetzt gerade sagtest, vielleicht ist das ja außerhalb dieser Modelkartei, aber ich gucke dann, na klar, gucke ich mir das auch mal an. Aber dann denke ich mir, boah, nee, also dann ist Setcard überzeugt mich nicht für den Preis. Wären das jetzt 80 Euro die Stunde dann oder 70. Ne? Aber deswegen, also ich glaube wirklich, dass da irgendeine, ich hatte mir das, sag mal, will ich mir jetzt an, habe ich das geträumt? Hat mir nicht irgendeiner erzählt, dass da auch irgendwie irgendwelche Strukturen dahinter stecken, dass es da sowas wie Zuhälter gibt, oder war das im anderen Kontext? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, bevor ich was Falsches sage, dass da wirklich das organisiert ist, dass die immer hier auf die Shootingreisen rübergeben und die Preise deshalb einheitlich sind. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher, ob ich mir das jetzt einbilde, gehört zu haben oder weiß ich nicht. Also es gibt ja Models, für die ist das sozusagen der Haupterwerb und die reisen rum von Amsterdam nach Paris, Berlin, Hamburg, München und die haben natürlich einfach auch Reisekosten. Und die sind teurer. In Berlin haben wir halt eine recht gute Situation, weil wir in Berlin natürlich ja auch viele, die hier wohnen und die quasi dann natürlich viel niedrige Kosten haben. Und wenn ich da zeitlich ein bisschen flexibel bin und wir uns da committen, dann geht das ein Drittel. Ne? Also okay. 3 Stunden. 100 Euro. Oh, 3 Stunden, 100, das ist. Aber jetzt günstig. Kein Akt. Kein Akt. Nee. Aber guck mal, da bist du ungefähr bei 30 Euro die Stunde. Das ist schon, also das ist so, finde ich, so ein Kurs angezogen für absolute Einsteiger. Hätte ich jetzt mal so jetzt gesagt. Ne? Aber gut, ist ja gut, wenn da beide Seiten bei wegkommen. Und dann meistens sind. Meistens shoote ich nicht 3 Stunden. Ne? Ja, ja. Sondern in 2 Stunden sind wir durch.
Damit haben wir die Frage von Peter T. eventuell auch beantwortet. Aber da müsst ihr vielleicht noch einen Tipp. Ich empfehle eben nicht auf die Angebote einzugehen, sondern selbst eine Ausschreibung zu machen bei Modelkartei. Und da ganz klar reinschreiben, 100 € für 3 Stunden. Und dann könnt ihr ja sehen, wer kommt, ob das ausreicht. Könnt ihr ja immer noch mal, auch noch mal ein bisschen hochgehen. Und dann schaut ihr euch die Bewerberinnen und Bewerber an und könnt dann entscheiden. Gerade für einen Einsteiger würde ich empfehlen, so eine Ausschreibung zu machen in der Modelkartei, um dann auf die Angebote zurückgehen. Aber es gibt natürlich wirkliche Top-Models, auch mittlerweile in der Modelkartei. Wirklich, und da sind dann auch mal die Preise höher und insbesondere, wenn es dann in den Bereich künstlerischen Akt und so weiter. Sag mal, das Modeling oder das Model-Shooting ist ja eigentlich ein gutes Stichwort, um nochmal so über deine Projekterfahrungen zu sprechen. Also du hast ja, wenn ich das richtig sehe, schon deine zweite Publikation ausverkauft, Fragezeichen. Ja. Ja, ich müsste jetzt mal eben gucken. Ich sag mal, 3 sind noch da, glaube ich, von der zweiten Publikation. Ja, genau. Okay, also wer schnell ist. Verkaufst du die noch? Der kann noch zuschlagen. Warte. Das ist ja jetzt quasi eine Vorlage, ne? Ja, ist eine Vorlage, aber jetzt bitte keine falschen Bilder, dass mein Kanal dann Nein, nein, gesperrt wird, nein, ja? nein, keine Sorge. Ja, so sieht es bei Klaus im Hintergrund aus. Und Klaus trägt kurze Hosen. Cool, ja, hier oben unterm Dach ist warm. Ist warm. Also, damit der Kanal nicht sofort Ja. gesperrt wird, das war die erste Publikation. Ja. Ja, das war eher so, ja, zwei mittelalte Männer auf dem Motorrad durch USA mit einer Ritschratschkamera, wo ich noch nicht ambitioniert fotografiert habe. Da sind noch ein paar mehr von da, weil es, glaube ich, halt sehr, sehr speziell ist und ist auch ein bisschen trashig, lebt vielleicht auch von den Geschichten. Und hiervon sind genau noch 4 da. So, ne, so spiegelt es nicht. Ja. Warte mal, wenn ich blätter ganz schnell, ohne was festzuhalten, da sieht man nichts. Ne? Warte. Ja, also Ja. ich sag mal, das ist Kunst, ne? Halbnackte Frauen, halbnackte Models mit trashigen Masken in komischen Umgebungen. Da habe ich mich dann mal so ein bisschen ausgelebt. Danach sollte eigentlich auch Schluss sein, aber ja, wie es so ist, ich habe gesehen, dass man mit manchen Dingen polarisieren kann. Das macht Spaß, finde ich. Und deswegen shoote ich jetzt schon am zweiten Band. Das wird wahrscheinlich wieder 2 Jahre dauern, wo ich halt ja durch gewisse Stilmittel vielleicht noch ein bisschen mehr die Katze hinterm Ofen hervorlocken will. Ja, genau. Mal gucken, wie lange es dauert, bis ich genug Bilder zusammen habe, weil das macht Spaß. Aber am Ende des Tages muss man sagen, ist man einfach nicht berühmt genug oder groß genug, dass man damit viel Geld macht. Das ist so plus minus null, weil diese ganzen Shootings, die darfst du sowieso nicht rechnen, aber allein so Layouten, Lektorieren und alles sowas und dann Probedruck und hin und her, das ist schon interessant, das einfach mal zu machen, wenn man davon gar keine Ahnung hat, aber es ist halt auch verdammt viel Zeit, das ist einfach so. Ich sag mal, die ganzen Rechnungen schreiben bzw. verschicken auf dem Postweg und gucken, dass nachher alle Zahlungseingänge da sind, das ist Fleißarbeit. Und ich bin ja so ein unheimlich geduldiger Typ, der auch super gerne Backoffice macht, deswegen muss ich jetzt auch erstmal ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht hat im Sommer nochmal ein dritter Band kommt, da vielleicht mal so ein bisschen Landschaften, ich muss mal gucken, mal sehen, der Hafer muss wieder stechen. Ja, also ich würde das ja, wenn, dann würde ich ja das nicht selbst verschicken, sondern das würde ich outsourcen. Da würde ich mit dem Dienstleister sprechen und Habe den ich. Preis einfach oben drauf schlagen. Und Ja. kenne ja die Druckerei, bei Habe der ich du zum Teil drucken. auch gemacht. Ach so, kennst du die auch, okay? Mhm. Ja, die haben es auch gemacht, genau. Aber du musst halt trotzdem, wenn du kein automatisiertes Shop-System hast, halt Rechnungen generieren. Ich habe jetzt mal ein generiertes Shop-System gehabt, aber
Ich habe nicht genug digitale Produkte, dass ich mir wirklich pro Monat 40 Euro ans Bein binden will. Das ist einfach so. Und dann bleibt das Rechnungsschreiben doch für die Fleißarbeit. Du musst Excel die Listen verschicken. Aber na klar, wenn die das schon verschicken, dann nimmt einem schon viel ab. Ich muss jetzt mal eine Frage hier einblenden und ich lese sie dir vor, Ja. die ziemlich provokant ist, aber von unserem Freund Oliver Hummel. Der schreibt, Klaus führt voll das Lotterleben. RTL2 verhandelt gerade über die Senderechte. Erzähl mal. Ja, ich glaube, der will uns einen Bären aufbinden, ne? Denke ich jetzt mal. Das ist, nee, in der Tat, ich bin jetzt angefragt worden von RTL 2. Es geht ja um so eine Reality Soap. Nein, ist Quatsch. Das ist totaler Blödsinn. Ich gucke gar kein Fernsehen. Nein, nein. Also, ja, ich weiß nicht, ob der schon Schnappes hatte, der Oliver. Ich muss gestehen, ich gucke seit einigen Jahren schon kein Fernsehen mehr. Deswegen würde mich da, also selbst wenn die mich anfragen würden, gut, ich weiß, dass es RTL2 gibt, aber ich glaube, jeder von uns möchte groß und berühmt sein, aber ich würde, glaube ich, da auch eher ablehnen wollen. Ich muss nochmal auf das Leben eines YouTubers, einer YouTuberin zurückkommen. In unserer Liga und ich sag mal selbst für einen Stefan Wiesner, der ja sozusagen die Brötchen selbst mit dem YouTube-Kanal verdienen kann, aber da steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Das ist kein Lotterleben, auch wenn das irgendwie so cool, wir nehmen euch ja mit, aber im Prinzip ist das ein wahnsinnig hoher Aufwand, solche Videos zu produzieren, wie sie Klaus produziert. Das ist nämlich nicht getan damit, fotografieren zu gehen und halt einfach mal eine Kamera mitlaufen zu lassen, sondern da muss ein Thumbnail gemacht werden, da muss Musik unterlegt werden. Das ist ja alles andere als irgendwie ein Zeit für ein Lotterleben. Wenig Schlaf, viel Arbeit, keine Wochenenden. Habe ich es richtig zusammengefasst, Klaus? Ja, es klingt jetzt fast dramatisch, aber ich sag mal, wenn man, glaube ich, man muss Bock auf YouTube einfach haben. Ich glaube, es ist einfach ein Irrglaube, dass man sagt, man macht das und da kommt Kohle rein. Ja, da kann ich, weiß ich nicht, von drei Projekten den Sprit mitdecken. Ne? Da muss man einfach auch mal ehrlich sein. Aber das soll auch gar kein Jammern sein. Wenn man da keine Lust zu hat, dann muss man das sein lassen. Das ist einfach. Also, das macht aber auch einfach Bock. Also klar, aber es ist klar, viel Arbeit. Also ja, ist einfach so. Man muss ja halt, jeder, wir sind ja auch nur Menschen, ne? Jeder von uns steht auch mal vielleicht mit dem linken Fuß auf. Und wenn du an dem Tag ein großes Projekt hast, ja, dann ist die Kunst irgendwie, weiß ich nicht, dass man, entweder dreht man dann nicht und sagt, pass auf, ich bin heute mies gelaunt, bleib im Bett, oder man kriegt halt die Kurve und sagt, ich gehe fotografieren und nimm halt die Kamera mit. Das ist ja wie das Handy. Man ist ja so gewohnt, das mitzunehmen und dann drauf loszuplappern, um so ein bisschen zu erzählen, ne? Genau. Ja. Dann ist man wieder im Modus. Ja. Ja, aber ich finde, das löste auch sehr kreativ, sozusagen deine emotionale Situation dann im Video auch mit rüberzubringen. Das nutzt du, finde ich, auch. Ich habe eine ganz interessante Frage vom Andreas Herrmann. Der fragt, was ist TFP? Das ist eine gute Frage. Und das ist ein alter Begriff, der heißt Time for Print und kommt sozusagen so aus der analogen Fotografie. Zeit. Das Model stellt die Zeit zur Verfügung und du lieferst die Bilder. Und du tauschst sozusagen die Zeit, die das Model dir gibt, gegen das Model hat schöne Bilder von sich. Und das ist sozusagen eine Möglichkeit, ohne eine Honorierung als Einsteiger mit Modeln zusammenzuarbeiten. Aber ich wiederhole mich dann nochmal, gerade wenn du Einsteiger, Einsteigerin bist, unbedingt am Anfang bezahlen und nicht TFP machen. Ist wesentlich entspannter, da hast du das Mindset, ich habe dafür bezahlt und jetzt kann ich das verkacken, als dass du sozusagen unter dem Erfolgsdruck bist, dass du sagst, ja, ich habe ja jetzt tolle Bilder versprochen. Und gerade auch wenn du in der Bildbearbeitung vielleicht noch nicht so drin bist, noch nicht tolle Hautretusche machen kannst, etc., lieber mal bezahlen, lieber mal investieren.
Einwände, Klaus? Nee, würde ich genauso sehen. Das Einzige, was man vielleicht noch sagen könnte, das hattest du aber auch schon gesagt, gerade wenn man sich vielleicht am Anfang an die Porträtfotografie rantraut, ergibt es vielleicht durchaus wirklich Sinn, ein paar Groschen anzunehmen und ein Model zu kaufen dafür, was es eben schon gemacht hat, weil das nimmt einfach den Stress am Anfang raus. Das Model weiß, welche Posen funktionieren und man selber kann sich ja erstmal auf die Technik kontrollieren, aber das ist ja, glaube ich, der größte Lerneffekt an der Porträtfotografie, dass die Einheit Technik, ich sage auf den Workshops, die ich dann mache, immer ganz gerne 10% sollte von der Rechenleistung da oben nur noch der Kamera gewidmet sein. Dann andere sollte in Richtung Kommunikation mit dem Model und Kreativität, Bildgestalterin, Licht zu erkennen gehen. Und ja, das ist sicherlich ein Prozess, der eine kriegt es besser hin, der andere schlechter. Aber wenn man sich dann den Stress rausnimmt, noch ein Model komplett führen zu müssen, was Posing angeht und das Einrichten, Körperspannung, wie der Finger, wie die Schulter, wie der Kopf, weil sie es selber macht. Ich glaube, das ist gerade ebnet den Weg im Einstieg in der Porträtfotografie. Wenn du Einsteigerin Und bist, sa ja, du erst. ich sage, und mit Speck fängt man auch Mäuse. Es ist ja so, wenn man im Portfolio dann vielleicht schon mal ein Pay-Model drin hat, wo die Fotos ganz passabel sind und dann sich an TFP rantraut und man ein Model anschreibt, ob sie denn mit einem auf TFP-Basis zusammenarbeiten würden. Ja klar, das machen wir doch auch, wenn ich angeschrieben werde. Ich gucke mir erstmal an, was hat das Model auf der Habenseite, und es kommt halt besser an, wenn man was vorzuweisen hat. Das ist halt so. Was auch gar nicht schlimm ist. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, das vielleicht, also man sollte zumindest mal drüber nachdenken. Darüber könnte man auch noch mal ein Video machen. Da gibt es auch so ein paar Tricks. Also zum Beispiel könntest du auch Tethered-Shootings machen, Shooting machen. Wobei das ist gar nicht die perfekte Lösung. Also entweder den Monitor der Kamera übertragen und du stellst das dem Model hin. Oder du arbeitest, kaufst dir einfach einen großen Spiegel bei IKEA und stellst dem den Model hin, dass das Model sich sehen kann. Und dann kannst du dich erstmal hundertprozentig auf Licht und auf deine Kamera konzentrieren, wenn du einsteigst. Das wären so ein paar Tipps, wenn du da allein unterwegs bist und du hast keine Visa, dann kann das Model mal gucken, ob da noch irgendeine Strähne drin liegt. Das kann man dann alles an das Model delegieren. Und ja, Kai fragt was Spannendes und zwar: Sehen wir uns in Zingst, Klaus? Zingst kenne ich gar nicht. Wo ist das? An der Ostsee? Nee. Wann ist das? Nächste Woche? Du hast mir den Termin, Fotofestival glaube am ich, gesagt, Wochenende. ne? Am Wochenende Ja. das Umweltfotofest. Oh Gott, nochmal bitte. Das Umweltfotofestival und zwar Horizonte in Zingst. Und Nee, da muss ich leider passen. Ich leider, also ich wäre gerne da, aber leider nicht um die Ecke. Für mich sind Zingst, glaube ich, 600 Kilometer und das kriege ich am Wochenende nicht unter, leider, weil Wochenende bei dem Wetter, der ein oder andere wird es ahnen, Hochzeit. ja, Bist du denn da, Markus? bei mir könnte es sein, dass ich noch mal hochfahre. Ja, aber da müsst ihr Abstand halten, weil ich schlafe im Auto und mache nebenher Wir verraten Wildlife-Fotografie. und Ich werde wir recht verraten nicht, wo abgeranzt. du schläfst. Ich werde recht abgeranzt aussehen. Aber es könnte sein, dass ich da bin. Ja? Wenn die Kraft reicht, wenn ich mich in den nächsten 2 Tagen regenerieren kann, weil ich war oben in Zingst am letzten Wochenende. Und wenn ich das schaffe, dann würde ich nochmal hochfahren und aber auch nochmal Wildlife-Fotografie machen. Wie lange fährst du aus Berlin? 3 Stunden von Tür zu Tür. Ah, wenig ist das auch nicht, ne? Wenig ist das auch nicht. Also man könnte Aber es. besser drei als sechs. Ja, wobei, ich habe ja dann an 3 Tagen bin ich um 3 Uhr aufgestanden und an 2 Tagen habe ich auch noch den Abend mitgenommen. Das heißt, Sonnenuntergang ist irgendwie, also
Schicht im Schacht mit Fotografieren ist so 22 Uhr. Und dann am nächsten, dann noch ins Bett finden und dann wieder um 3 Uhr aufstehen. Das heißt, ich war so durch, dass ich mein Backup von meinem ganzen Video- und Fotomaterial, das habe ich hier irgendwie hingelegt und habe es nicht mehr gefunden. Und dann habe ich echt überlegt, ob ich nochmal hochfahre. Habe ich gedacht, das ist mir irgendwie aus dem Auto rausgefallen, ob ich nochmal hoch und wieder zurückfahre, also 6 Stunden, nur um das zu suchen. Gott sei Dank bin ich nicht gleich losgefahren, sondern habe noch eine Nacht geschlafen, habe es dann am Morgen hier gefunden. Scheiße, sag ich dir, scheiße. Das ist ja mental der Super-GAU. Also es passiert ja immer mal wieder was, aber wenn ich überlege, so von so einem richtigen Projekt von Merentang, dass alle Daten da weg sind, keine Ahnung. Der Andy aus Kroatien fragt, was sind unsere neuen Projekte? Du hast ja schon gesagt, du hast dein, also einerseits wirst du ein kleines Review machen zu dem Power Zoom von Nikon, dem neuen, wahrscheinlich als nächstes. Dann hast du ja immer wahrscheinlich, kommt am Samstag eine dritte Folge von Road Trip to Hamburg. Ja, also ich glaube, wir sind bei Folge 4, letzte Woche, glaube ich, wo ich mit Frank Fischer unterwegs war. Mhm. Genau, richtig. Ja, da kommen noch so einige Folgen. Also das werden, glaube ich, mindestens 7 oder 8 Teile werden. Oh. Dann habe ich eigentlich noch ein Format auf Halde, was schon vor einem Monat abgedreht ist. Ich war auf Helgoland mit Thomas. War eigentlich geplant, dass ich eher dokumentarisch vorgehe und viel Aufnahmen mache und wenig laber, ist aber leider wieder eskaliert. Also es wird, glaube ich, immer so werden wie immer. Ich wollte gerne Basstöpsel fotografieren, weil ich die Vögel einfach total toll finde. Das hat auch einigermaßen mit dem Wetter geklappt. Ein paar Robbengeschichten sind auch dabei. Also da habe ich auch noch was auf der Halde. Ja, dann habe ich schon ein bisschen was gedreht. Da will ich jetzt noch nicht so viel verraten, aber ein bisschen teasern kann ich ja. Ich weiß auch noch nicht, wie das Format heißen wird. Entweder Rollentausch oder Perspektivwechsel, sowas in der Art. Wo ein Model die Seiten wechselt und das Fotografieren lernen möchte. Und gerade dann, wenn man anfängt, hat man ja ganz, ganz viele Fragen und da war diese Überlegung jetzt nicht so, wie es schon ganz viele Formate geht, sondern im Dialog. Einfach Fragen aufschreiben, in der Kamera halten und ich muss darauf reagieren. Da haben wir jetzt ein bisschen was an Material schon abgedreht. Es werden sicherlich jetzt nach meinen Hausaufgaben noch ein paar Fragen kommen. Dann werde ich noch mal weiter drehen. Also das wird noch ein bisschen dauern, weil das möchte ich auch alles so geschnitten haben, dass man dann Woche für Woche einfach wieder was raushauen kann. Genau. Ja, das ist so die nächsten Projekte, die ich jetzt... ich werde mich noch als Motorvlogger auch mal probieren. Ich habe jetzt durch einen Kollegen, der hat mir geholfen. Also Motorvloggen, für die, die es nicht kennen, ist im Prinzip, dass du Moped fährst, dich dabei filmst, aber live sprichst. Und Ton bei den Fahrgeräuschen ist halt ein großes Problem, weil halt Wind in den Helm pfeift. Und dann habe ich eine Lösung gefunden. Das Ganze jetzt nicht groß mit Lavalier, sondern da hat jemand diese Mikrofone hier verbaut. Also das sind die DJI Funkstrecke. Hat er ein bisschen höher. Jetzt sieht man das, glaube ich. Ne? Super. Ja. Und die Sender, die können auch intern aufzeichnen. Und das war jetzt so meine Überlegung. Ich habe jetzt meinen Helm so ein bisschen ausgeschabt. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich bin sehr optimistisch. Aber dann, du weißt ja selber, wie das ist. Dann muss ich jetzt erstmal hier wieder das Moped dran machen. Dann muss ich losfahren. Also da wollte ich jetzt auch Richtung Motorvlog was machen, weil komischerweise die Videos, die gehen am Anfang total unter. Aber ich habe immer mal wieder Moped-Videos auf meinem Kanal, so jetzt von echten Mopeds. Und so im Nachglühen kriegen die unheimlich Reichweite. Also das ist unheimlich, aber jetzt für meinen Kanalgröße, wo ich mir denke, ach, das ist aber lustig, dass so 1-2 Jahre später die nochmal so dauerhaft immer nochmal geguckt werden. Ja, das ist auch nochmal so eine Geschichte, dass ich nochmal ein paar Moped-Videos einfach mache. Gehen zwar erstmal unterirdisch, aber ich habe da einfach Bock drauf, auch technisch was zu probieren. Mit 2 Kameras, eine Kamera Frontperspektive und eine Kamera Ego-Perspektive oder nur eine Kamera Frontperspektive? Ich werde, glaube ich, ich weiß es noch nicht, also ich glaube Frontperspektive. Also ich habe eh nur eine GoPro,
weiß ich nicht. Ich habe ja so eine kleine Honda Monkey, so ein 125er. Und eigentlich, aber ich finde keinen doofen Mann, der das mit mir macht, möchte ich damit mal zum Nordkap fahren. Und da so ein Roadmovie drüber drehen. Wie mit einer 125er. So, dann würde ich mir auch noch eine zweite Kamera holen. Aber wie gesagt, das muss auch, am besten brauche ich dann noch einen Begleitwagen, Womo, dass ich nachts drin pennen kann und so. Aber die Strecke will ich halt komplett auf der 125er zurücklegen und dann halt viel filmen dabei. Das ist auch nochmal so ein Plan, aber das ist alles noch nicht konkret. So, das reicht, glaube ich, zu meinen Plänen. Jetzt hau du mal raus. Was hast du vor? Oder was gibt es bei dir Neues? Ich kann das gar nicht sagen. Ich habe gar keine Planung. Ich habe... ich kriege immer so Mails aus China. Ey Markus, wann kommt dein Video dazu? Und da habe ich zwei Videos gedreht, so Technik, was ich mache. Eins der nächsten Videos wird sein, eine neue Mikrofonmarke, das kann ich ja vorstellen. Also Godox kennt ihr alle und Godox hat jetzt auch genau solche Mikrofone, wie du sie gezeigt hast, haben die gemacht. Gibt es ja viele Hersteller. Der eigentliche Hersteller ist Rode. Die Rode, die können auch intern aufzeichnen. Das Godox hat den kleinen Nachteil, sie können nicht intern aufzeichnen, aber sonst sind die super gut. Toller Preis, tolles Package, tolles Setup. Und dazu mache ich ein Video, wie du den Ton an Z-Kameras optimal pegeln kannst. Worauf du achten musst, dass du einen guten Ton hast, weil diese Geräte können ja den Ton auch. Ich habe jetzt übrigens hier auch dieses Godox am Start, und weil es einfach super gut ist. Und jetzt fällt mir ein Kopfhörer raus, aber es macht eigentlich gar nichts. Ich höre dich trotzdem. Und und da kannst du auch noch mal die Lautstärke hochdrehen an dem Gerät, und dann kannst du die Lautstärke an der Kamera einstellen oder sollst du Auto einstellen und so weiter. Und dazu mein Video, wie du deine Z-Kamera optimal mit solchen externen Mikrofonen pegeln kannst. Und dann habe ich noch ein weiteres Gadget, das kann auf geniale Art und Weise das, was wir YouTuber immer so eine Herausforderung ist, und gerade auch bei den Z-Kameras, mal abgesehen von der ZFC und der Z30, Videos machen, wo du dich selbst eben nicht siehst, weil die Z9, Z8, da kannst du ja nicht einen Monitor umklappen. Und da gibt es eine schnurlose Monitorlösung, und die ist auch super genial. Schnurloser Kontrollmonitor per Funk in Full HD mit einer super Qualität. Und wenn du da aufwendige als One-Man-Show unterwegs bist, kannst du da sozusagen einen tollen Kontrollmonitor aufstellen. Und den kannst du auch nutzen, wenn du Model-Shooting machst, also einen Monitor-Model hinstellen, und wenn du im professionellen Umfeld unterwegs bist, ist vielleicht jemand von der Agentur oder so dabei, dann stellst du den Monitor demjenigen, der von der Agentur mit dabei ist beim Shooting, hin, und dann können die immer ein bisschen sehen, was so passiert. Das wären so die nächsten Projekte. Markus, sorry? Vielleicht habe ich es nicht mitgekriegt. Genau, was ist da vom Monitor, von welcher Firma, den du jetzt zuletzt beschrieben hast? Hollyland. Ich bin nämlich schon neugierig. Hollyland. Der Mars M1? Ja. Mars M1? Ja. Ah, ja. Ja. Ja, ist ein gutes Ding. Hast du auch? Kann ich berichten, steht da im Regal. Ja, habe ich auch, ganz genau. Ich habe nur ohne Sendeeinheit. Also ich habe den so, dass ich über HDMI quasi an die Kamera direkt rangehe. Aber du kannst ja auch einen Sender dran bauen an die Kamera. Genau. Genau, und ich hab das Mars-Funksystem, und damit habe ich auch schon gearbeitet. Damit habe ich auch Livestreams gemacht, mobile Livestreams, und habe dann die Kamera sozusagen ohne Kabel an dem Livestream-Setup gehabt, mobil, unterwegs Livestreamen. Das macht mir auch super viel Spaß. Das werde ich auch in nächster Zeit. Dazu habe ich übrigens auch diese Steadicam hier geholt. Um dann wirklich euch mitzunehmen und durch Berlin zu wandern und zu fotografieren. Ja, das sind so die nächsten Projekte. Und dann natürlich zwei Videos. Einmal, wie ich laienhaft Klaus imitiere und in der Wildlife-Fotografie unterwegs bin. Und zweitens, ganz lange schon geplant, sozusagen die Grundlagentipps der Wildlife-Fotografie.
Ja, ich habe es gerade wieder gehabt, ja, habe das alles aufgeschrieben, habe sozusagen, bin Klugscheißer, ja, und sage immer, wenn ihr Wildlife-Fotografie macht, ihr braucht eigentlich einen 360-Grad-Blick. Ne? Und was habe ich gehabt? Tolle Rehe, mich langsam rangepirscht, immer näher, vielleicht eine Stunde gefilmt und fotografiert. Und dann habe ich das ganze Zeug geschultert und bin zurückgegangen und habe auf den Boden geguckt. Und dann habe ich es nur rascheln gehört und dann steht vor mir eine super fette Wildsau mit zwei Reißern, guckt mich nur kurz an und ist weg. Ne? Wenn ich mich umgedreht hätte und erstmal geguckt hätte, dann hätte ich die ganz entspannt fotografieren können. Aber das sind, und da werde ich so ein bisschen Grundlagen, worauf muss man achten, Wildlife-Fotografie hast du ja auch schon mal gemacht und was sind da so die Tipps? Es gab noch eine Frage, Klaus, und zwar, ja. Gibt es noch irgendwas nebenher, womit du deine Brötchen verdienst? Mit Produktfotografie. Das ist aber so unsexy, da rede ich halt nicht drüber, weil, wie soll ich das sagen? Ja, das ist halt auch reine Fleißarbeit. Ich habe mehrere Großkunden, die regelmäßig auf mich zukommen, wo Katalogfotos gemacht werden von industriellen Bauteilen. Also so Sachen, die ich mir selber nie angucken würde. Und ich will mich da aber auch gar nicht beklagen. Das sind einfach solche Sachen, die nebenher laufen, wo dann die Brötchen mit auf den Tisch kommen, neben den ganzen freien Projekten. Und natürlich, klar, Sommer-Hochzeitssaison. Und ja, wenn ich dann Lust habe, mache ich ab und zu auch mal ein paar Workshops, solche Geschichten. Aber so das meiste läuft im Hintergrund einfach, was auf keinen Weg nach YouTube findet, weil es einfach nicht besonders spannend ist, und Produkte zu fotografieren. Sozusagen Fotografie, Videografie ist sozusagen schon dein Hauptbusiness. Es gibt nicht noch ein Nebenher-Business, dass du irgendwo noch, keine Ahnung, am Band bei Opel stehst oder so. Gut. Gut, gut. Andy Crowfoto schreibt, das habe ich schon mal annähernd gemacht, der sagt, live bei der Wildlife-Fotografie, das wäre geil. Das ist in der Tat, also da wo ich, ist der Mobilfunkempfang einfach schlecht, weil es wirklich ab vom Schuss ist und es wäre eine spannende Sache. Ihr müsst dann allerdings auch früh aufstehen, also es geht dann so um 4 los. Aber so ein größeres Projekt, was du machst, das hast du am Anfang gesagt, das kommt eventuell am Ende des Jahres und da wird auch eine Publikation kommen, Klaus. Nicht? Oder willst du dich da noch nicht so festlegen? nee, ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, was du meinst. Also die Publikation ist, dass ich eventuell hier meine Publikation heißt ja immer Moped, dass das dritte Moped irgendwann kommt, aber ja, da muss ich halt wieder Bock haben. Okay. Ich habe jetzt eins über alte Fotos gemacht mit der Ritschratsch, jetzt Porträt, Teilakt und jetzt wäre vielleicht Landschaft mal ganz schön, aber da, ich sag mal, es stehen vielleicht 2 Reisen jetzt an im Sommer, aber das ist noch nicht so ganz festgezurrt, deswegen ich will jetzt ungern da schon sagen, dass das alles so eintreffen wird, aber mal gucken. Mal gucken. Okay. Also im Moment habe ich sehr, sehr viel Videomaterial noch auf der Halde und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, was du vorhin so gesagt hast. Ich versuche ja, wenn ich jetzt so diese Roadtrip-Diaries oder sonstige Geschichten mache, das werden meistens 7-8 Teile, dass ich jeden Samstag eben auch, weil ich halt weiß, dass, klar, die Geschichte soll ja zu Ende erzählt werden, dass man auch eine Erwartungshaltung hat, dass Samstag das Video da ist. Aber naja, das Video muss mal eben bis Samstag dann halt auch vorproduziert werden und so weiter, ne? Und was ist, wenn man Samstag mal wieder selbst, wie du jetzt, in Zingst oder auf Reise oder wieder was Neues produziert? Also da ist ja ein Apparat, das ist ja, also ein bisschen Plan muss man da schon. Und deswegen möchte ich da nicht vollmundig schon jetzt Dinge ankündigen, die ich dann vielleicht nicht halten kann. Vielleicht mache ich ja auch einfach mal einen Urlaub, wo ich gar nichts mache. Kann ich mir zwar gerade nicht vorstellen, aber ich plane meine Trips ja halt einfach aus fotografischer Sicht. Ich will das fotografieren so und der Weg dahin, der wird dann eben in die Kamera gelabert so ungefähr, ne?
Ich check noch mal hier die Fragen. Michael, hallo, grüße dich. Cool ist, wenn ihr ein Fragezeichen ranschreibt, so wie das zum Beispiel Andy gemacht hat. Das hilft uns, aus dem Ganzen schnell Fragen an den Gänsefotografen hier rauszufinden. Das wird Der der Michael Running schreibt Gag. gerade, ob ich da ein. Ja, bin ich ja selber schuld, ne? Ja. nee, der Michael sagt jetzt gerade, ob ich einen Altstoff handle. Was sind das für Flaschen im Hintergrund? Das ist ganz lustig. Ich glaube, nee, warte, da muss ich zeigen. Das ist meine Tür. Nur weil die so hässlich ist, habe ich da eine Türtapete draufgeklebt. Das ist der Hintergrund. Also keine Sorge, ich trinke keinen Alkohol. Das ist nur Deko. Klaus, hat viel Spaß gemacht mit Ja. dir. Oh, das ist aber ein vornehmer Rauswurf jetzt schon, ne? Nö. Nee, nein, ich mache nur Ich Spaß. bin. Das kann ich nur so zurückgeben, Markus. Du Wir bist machen durch. unbedingt was zusammen, ja? Ja, versprochen. Habe ich Bock drauf. Ja. Ja, die Livestream-Idee, die ist halt echt auch geil, ne? Wildlife-Livestream, das wäre auch schon Ja, da müssten wir eine coole mal Nummer. gucken, wo ein Empfang ist. Ne? Ich habe ja hier so eine YOLO-Box. Ist ein geiles Teil. Und das kann mobil live. Ups, ich drücke hier immer zu schnell. Ja, das Ding hier, da habe ich eine SIM-Karte drin. Und damit kann ich YouTube-Livestreams von unterwegs produzieren. Und heute. Wenn das Netz stimmt, ne? Und dazu brauchst du aber natürlich ein entsprechendes Telekom. Also ich habe eine Telekom-Karte drin, dann brauchst du ein Telekom-Netz. Und das ist natürlich in Städten kein Problem, aber ich hatte die Z9 oder das 400er hatte ich irgendwie neu. Und dann habe ich auch versucht, aus Zingst einen Livestream zu machen. Und die YOLO-Box hat gar nicht funktioniert. Dann habe ich mit dem Smartphone ein WLAN aufgebaut und habe das dann irgendwo oben am Baum das Smartphone positioniert. Es war aber eine äußerst ruckelige Sache. Also, aber da wird es natürlich zu zweit noch mal mehr Spaß machen. Das hat ja, ich weiß nicht, ob du Konkurrenz guckst. Das hat ja Paddy jetzt institutionalisiert sein, aber auch da sind sie zu zweit unterwegs und das auch gerade, du musst ja dann die ganze Zeit sabbeln, da ist natürlich leichter nochmal jemanden zu haben. Absolut, absolut. Ja, also die machen ja mal diese Hafen-Live-Geschichte. Ja. Mich kriegt das jetzt persönlich thematisch nicht so richtig, aber muss ich ja jetzt auch gar nicht. Aber technisch gesehen ist das eine absolut spannende Sache. Also ich würde das jetzt mal als Herausforderung wahrnehmen, Markus. Vielleicht müssen wir nochmal woanders Wildlife machen und dann haben wir auch ein Novum im Internet geschaffen, auf der Wildlife-Pirsch um morgens Ja, um 3. also das ist bestimmt total geil. Ne? Und dann lege ich meine Rüstung an mit meiner Steadicam und da vorne die Z30. Und genau, und ich schleppe den Padawan mit, dass der B-Roll von uns dreht, wie wir dann aufgerödelt durch die Botanik fahren. Also Das der wird ein Padawan Traum. ist, das ist so dein Assi, oder? Ich glaube, wir können Nee, über ihn reden. der Er ist ist. nämlich heute gar nicht dabei. Ne? Er Nee, der glänzt ist durch gerade. Der, Abwesenheit. Da ja, müssen wir aber noch ich mal ein rede das gleich ernstes auch, wenn er Wörtchen da mit ihm ist. reden. Nee, der Mann ist im Urlaub. Der ist gerade in Berchtesgaden. Ja, das ist doch ein guter Grund, Livestream um Das ist. 20:30 Uhr zu gucken. Ja, vielleicht hat er keine YOLO-Box, ich weiß das nicht. nee, das ist wirklich ein alter Freund von mir, den ich aus den Augen verloren habe. Und ja, als er dann eingestiegen hat zu fotografieren, haben sich die Wege zusammengeführt. Er hat mich über Instagram mal wieder angeschrieben. Immer, ich habe da mal eine Frage. Ja,
Und weil seine Lernkurve steil war und stetig, wurde er dann zum Padawan, weil die Macht schon stark in ihm war. So ist das einfach passiert. Und deswegen, ja, er hatte halt auch ein Wohnmobil, wir haben da gleiche Interessen und wenn man sich eh gut versteht, dann macht das halt auch Spaß. Ne? Aber ich sehe gerade, da sind noch ein paar Fragen reingepurzelt im Chat. Ne? Die müssen wir jetzt noch quitt werden, Markus, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, der Andi hat, glaube ich, die erste Frage gestellt. Ne? Die meisten können sich nicht vorstellen, wie aufwendig der Schnitt ist. Wie lange brauchst du etwa für ein Video? Kommt drauf an, Andi. Es liegt ein bisschen an der Thematik. Ich sage es jetzt ungern, aber so ein Wort zum Sonntag, das ist relativ einfach. Ich mache mir ein paar Notizen, schneide das, mache vielleicht noch ein Screengrabbing. Das ist schneller geschnitten. Am aufwendigsten sind Geschichten. Die Diaries sind definitiv am aufwendigsten und am aufwendigsten dabei, wenn auch Modelshoots dabei sind. Weil bevor du das Video schneiden kannst, musst du erstmal die Bilder auswählen und alle, die du einblenden willst, bearbeiten. Eine Zeit lang habe ich noch Exif mit eingeblendet, aber ist mir einfach zu viel Arbeit. Da musst du noch für jedes einzelne Bild einen Untertitel bauen. Und jeder, der schon mal Video geschnitten hast, je mehr Details, je mehr Spuren du im Videoschnitt hast, desto mehr Fehlerteufel können sich auch wieder einschließen. Und mit dem Schneiden ist es ja noch nicht alles. Das muss gerendert werden. Dann muss das gerenderte Ding gegen gucken, ob keine Fehler drin sind. Dann muss es bei YouTube hochladen. Dann muss es einen Text schreiben. Dann muss es ein Thumbnail machen. Ach, so, jetzt hole ich mal Luft. Aber du kannst das sicherlich bestätigen. Ne? Also eigentlich, je mehr verschiedene Zuspielquellen man verarbeitet, je aufwendiger die Geschichte erzählt wird, je mehr Settings man hat, desto aufwendiger oder länger dauert der Schnitt. Deswegen ist es schlecht, in Stunden zu beziffern. Also ich sage mal, ein schnelles Ding, weiß ich nicht, mit Rendern 3 Stunden. Das ist aber wirklich dann ein schnelles Ding bei mir. Ja. Und langes Ding, das kann man gar nicht, also so lange kann ich mich gar nicht konzentrieren. Also ich kann nicht Nee. irgendwie 8 Stunden Video schneiden. Das heißt, es sind Ja. Projekte, die über mehrere Tage gehen und wo dann immer mal wieder ich mich eine Stunde hinsetze, zwei Ja. und dann Video schneide. Und gerade das, was du Also an die sagst viel. mit den Bildern, die Bildbearbeitung und das auch alles passend hinzukriegen, ist ein Irrsinnsaufwand. Und der Mega-Aufwand ist ein Kamera- oder Objektivtest. Also Ja. da hast du ja dann erst Ja. die ganzen Testdinge, die du dann auswerten musst. Und dann musst du das Ergebnis noch, das geht dann im Verhältnis relativ schnell, das dann zu drehen. Weil, also ich mache es dann halt nur so Talking Head, so wie jetzt hier. Ja. Und Also ist dann das, um was da du vielleicht geschildert hast. abschließend. Ja. Also beispielhaft, weil der Andi wollte ja eine Zeit haben, also eine Folge von den Roadtrip Diaries jetzt hier, 3 Tage. Also natürlich keine 24 Stunden, immer mal wieder 4 Stunden, vielleicht mal 6 Stunden, aber so 3 Tage brauche ich dafür, bis es dann komplett bei YouTube drin steht. Und da reden wir jetzt ja noch nicht von der Filmzeit. Ja. Ja. Hast du deinen Kanal monetarisiert? Ich Ja, habe ich die sag mal, ist Monetar. ja klar, ab 1000. Ich habe sie abgeschaltet. Ah, okay. Was waren Ja. deine Gründe dafür? Weil das sowieso entkoppelt ist. Also das ist ein Hobby. Ne? Also das kann man nicht mit Geld aufrechnen. Ne? Das, Ja, und klar. deswegen habe ich einfach gesagt, okay, das ist ein Hobby und mach mich da auch frei von, auch ein bisschen von Produktionsdruck. Also bei mir war am Wochenende kein Video drin, was schön ist, weil dann gucken die Menschen alte, andere Klar. Videos. Und Ja. ja, und deswegen habe ich die Monetarisierung rausgenommen. Aber Okay. Gibt kein Feedback. Also, oh geil, nicht monetarisiert. Also kannst du ruhig monetarisiert lassen. Das ist nicht irgendwie ein Wettbewerbsvorteil. Okay. Ja. Ja, ich freue mich, wenn ich mal ein paar Tankfüllen damit vollkriege. Und bei den Ja. Spritpreisen sind es je nach Auto 3 bis 4 und das war es dann halt auch so im Monat. Aber das ist besser als nichts. Ja, okay. So, was haben wir denn jetzt noch?
Wollte jetzt schon aufhören, Thüringen, was zu hören. Achso, Lofote fragt, ob ich noch erzählen darf, was sich mit dem Wort tatsächlich auf sich hat. Das kann ich sagen. Ich habe da ja auch, glaube ich, mal, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, da war ich mit einem Kumpel mal in Paderborn und da haben wir mal so einfach so Sprachabnormitäten der Neuzeit durchexerziert. Ich habe gegen das Wort tatsächlich überhaupt nichts, wenn es angebracht ist zu sagen, aber das ist so in der Marketing- und Mediensprache für mich persönlich und kann man einfach mal googeln, das sehe nicht nur ich so, ein Unwort geworden, weil es schaffen Menschen in einem Satz dreimal tatsächlich zu sagen. Ich freue mich tatsächlich, dass ich es heute mit dem Markus es in den Livestream geschafft habe. Tatsächlich reden wir über das, was wir in Zingst machen wollen, weil wir möchten tatsächlich Wildlife fotografieren. Und die Leute, so oft hörst du das und keiner merkt es. Und ich finde es halt irgendwie, man möchte ja der eigenen Aussage noch mehr Gewicht verleihen, aber ich finde es halt voranstrengend. Aber wie sage ich so schön, wer bin ich schon? Ist nur meine Meinung. Ich habe jetzt noch ein schönes Video auf YouTube zu dem missbräuchlichen Gebrauch von tatsächlich gehört. Da ist dann so eine Sprachwissenschaftlerin, die wirklich genau erklärt, in welchem Kontext es richtig angebracht wäre und wo es eigentlich nicht richtig angebracht wäre. Ja, das ist eigentlich alles. Aber ist auch nur wieder, ich persönlich, bei mir klingen halt immer die Ohren, weil es vom Singsang so auffällt, wenn es. Es gibt auch den einen anderen YouTuber übrigens auch, den ihr da draußen bestimmt auch kennt. Ich nenne jetzt aber keinen Namen, der das auch schafft, zweimal in einem Satz mindestens zu sagen. So, und eure Aufgabe ist jetzt, viel YouTube zu gucken und mal vielleicht in die Kommentare zu schreiben, wer das denn sein könnte. Meine Frau ist ja, ja Sprachsprechcoach und ich okay. würde sagen, das sind Füllwörter. Die geben den Ja. Menschen ein bisschen Zeit, nochmal Ja. nachzudenken. Aha. Und wie, oder bei mir ist so ein Unwort sozusagen. Und es gibt natürlich diese tatsächlich, also dieses Bedürfnis, ich glaub mir doch. Ne? Also es ist so ein bisschen. Geringer Selbstwert, der da möglicherweise dahinter steckt, der das immer noch mal Ja. unterstreichen muss. Tatsächlich ist eine Aber viel, Tatsache. Glaub mir. aber viel, vielleicht kannst du deine Frau ja mal wirklich zu tatsächlich befragen. Würde mich mal interessieren, was jemand, dessen Expertise es ist, das zu beurteilen, dazu sagt. Fände ich mal interessant. Ja, mache ich. Sehr gut. So, was haben wir da noch? Welches nächste Z-Objektiv möchtet ihr haben? Welches möchtest du haben, Markus? Ich möchte gerne, dass eins, das ist ein bisschen, da kommen wir nicht klar. Also ich möchte gerne das 85-1,8 haben. Wobei, oh, da können wir uns jetzt nochmal richtig betteln, Klaus. Ich würde ja gerne das 35 mm, nee, das 85er 1,2 würde ich ja sogar überspringen für das 135er 1,8. Was es noch nicht gibt, aber was vielleicht bald kommt und was ich wahrscheinlich nicht bezahlen kann. Ja, den Mantau, ne? Aber eben bei einem bleibt es eigentlich nicht und dann hätte ich gerne noch das 600er 4,0. Okay. 600er 4,0, ja, aber das ist ja das Teuerste, was Nikon jemals rausgehauen hat, ne? Wenn du das mit Aber dem Konverter meinst, ne? ja, das, Ja, du hast ja das ja. 400er und das Äquivalent mit Konverter, weil das würde sozusagen, das macht Wildlife-Fotografie perfekt. Ich habe hier auf dem 400er immer einen 1,4er Telekonverter drin, also bin bei 560 und dann noch ein, also 600 ist eigentlich ideal. Ist ja, also die Überlegung, die stellt sich auch jeder weiter Fotograf. Ich hatte halt auch mal das Sigma 150 600 in beiden Varianten als Contemporary und als Sports. 600 ist schon geil. Da hat mich dann gestört, wenn du vom Stativ Wildlife gemacht hast und das Ding ausgefahren hast, hat sich der Schwerpunkt von der ganzen Anlage wieder und dann warst du wieder am Nachjustieren. Also Stand jetzt hoffe ich, dass ich mit dem 400er angekommen bin, weil wie du schon sagst, ich bin mit eingebautem Konverter bei 65 und habe noch einen zweifach externen Konverter dabei. Und dann Zweifach könnte ich sogar. das ja so, wäre ja zweifach sogar, ganz genau. Habe ich aber, der steht noch unverpackt da rum, habe ich noch nicht benutzt. Also, na klar, es gibt immer zu kleine Tiere, an die man nicht wenig, aber meine Erfahrung auch gerade mit dem 600er ist,
je nach Witterung ist ja auch was in der Luft an Feuchtigkeit. Und je mehr du an Strecke mit der Brennweite überbringst, tut es manchmal der Bildqualität auch nicht gut, die großen Brennweiten. Also ich will die jetzt überhaupt nicht schlecht machen, aber du weißt, was ich meine. Manchmal Flimmern, atmosphärische Störungen und so weiter. Ganz klar. Ja, ja. Am besten muss man alle haben, genau. Und ein Padawan, also der das Zeug trägt. Oh, ja. Ja, das macht aber der Stefan doch jetzt, habe ich gehört. Der Stefan. Ne? Ja, genau. Meine Linse, die ich sehnlichst herbeisehne, da habe ich Wort zum Sonntag auch gesagt, ist die auch angekündigte 3512. Weil ich kann jedes Jahr meine Leitungskataloge durchstudieren und auf Platz 1 ist in den letzten Jahren immer 35 mm. Mhm. Ja, das wäre so, brauche ich keine Objektive mehr, dann habe ich alles, was ich brauche. Ich werde jetzt dann noch ein paar abstoßen. Wie gesagt, ich habe da 135er von Sigma 1.8 auf F-Mount. Habe ich zweimal besessen und ich nutze es halt zu wenig. Aber da ist ja auch jeder hier anders und das ist ja auch gut so, dass jeder so Brennweiten hat, die er richtig geil findet. Jetzt schrieb mir auch einer zum Wort zum Sonntag, da habe ich jetzt auch schon danach gedacht, sagt er, ja, aber wenn total wenig Licht da ist und Wildlife, dann ist das auch. Dann dachte ich mir, ja, 135 ist jetzt auch schon nicht wenig, ne? Von 2.8 auf 1.8, ja, spart auch wieder ein bisschen ISO, ne? Klar. Ja, vor allen Dingen beim 35er 1.2, da macht natürlich dann auch Sinn oder da hast du natürlich auch eine Freistellung, was ja wirklich einen geilen Look geben kann. Ne? Nah rangehen. Also ich bin ja mit meinem 35er also das hätte ich auch gerne. Jetzt auch schon von Sigma sehr zufrieden. Aber ja, allein dort 1.2 draufsteht, finde ich halt geil. Nutzt du eigentlich bei der Wildlife-Fotografie den Digital-Zoom beim Filmen? Ich sag mal jetzt, da werden mich die Menschen für auslachen. Das Gespräch habe ich mit dem Oliver letztens gehabt nach seinem Z8. Ich wusste gar nicht, dass es die Funktion gibt, bis dahin, wo ich sein Video gesehen habe. Also nein. Ich kann noch nichts sagen über die Bildqualität. Ich habe das jetzt in Zingst exzessiv genutzt. Ne? Okay, bin ich ja mal gespannt sein, was du sagst. Du hast keine Autofokusfelderanzeige mehr im Sucher. Okay. Das ist ein bisschen komisch. Da würde mich auch nochmal interessieren, ob ich die Kamera falsch eingestellt habe oder ob das wirklich so ist. Da muss ich noch ein bisschen recherchieren. Und da habe ich dann auch aus Unsicherheit oft manuell fokussiert, weil dann habe ich sozusagen über das Fokus-Peaking habe ich dann die Schärfe. Ja, aber ich habe es genutzt und ich hätte erst gesagt, film doch alles in 8K, dann kannst du selbst entscheiden, wann du reinzoomst. Aber dann, ich hatte dann nämlich auch noch mit Oliver drüber gesprochen, habe gesagt, ja, ich filme alles in 8K, aber ich habe es mir dann nochmal kurz anders überlegt, weil da wirst du ja wahnsinnig, da macht dich ja datentechnisch platt, wenn du da die ganze Zeit mit 8K filmst. Und deswegen filme ich in 4K und nutze diesen Zoom, wenn ich ihn brauche und habe dann trotzdem immer nur 4K-Material. Ich wollte gerade sagen, aber ich werde sehen, ob es gut gelaufen ist. Ich werde das demnächst auch mal probieren. Also ich glaube, wir dürfen jetzt langsam Feierabend machen. Okay? Guck mal, okay, eine Frage. Ja, ich sehe gerade die letzte Frage. Der Bochum-Schau fragt, welcher Verlag oder Druckerei für das Projekt. Das kann ich noch ganz kurz sagen, das geht auch ganz schnell. Das ist Druckpartner, heißt die Firma, die sitzt in Essen. Einfach mal googeln, druckpartner.de. Ich persönlich bin da sehr zufrieden. Liebe Grüße an den Oliver Hitzegrad an der Stelle. Ich weiß nicht, ob der zuhört, vielleicht nicht, vielleicht später. Der hat mich da betreut und immer stets bemüht und für jede doofe Frage als Druck-Newbie hat er eine Antwort für mich parat gehabt. Und auch, ich sag mal, so Leute wie wir, die nur kleinere Ausgabengrößen realisieren, ist das, glaube ich, machbar. Also die haben ein ganz interessantes Druckverfahren. Man meint ja mal, man muss zigtausend machen, das muss man nicht. Also da gerne druckpartner.de, Oliver Hitzegrad, das wäre der Ansprechpartner. So. Die haben eine super Digitaldruckmaschine. Und, richtig, genau. Und können so eine kleinen Produkte, die ja, wenn du im Offset-Druck das produzierst,
dann musst du wesentlich größere Auflagen produzieren. Richtig. Und die haben eine super Digitaldruckqualität und da kannst du easy solche kleinen Projekte realisieren. Auch von mir schöne Grüße an Druckpartner, an Oliver Hitzegrad. Aber man muss auch dazu sagen, Digitaldruck können auch viele Druckereien mittlerweile. Ne? Also ich würde empfehlen, schon nach einer Druckerei zu schauen, die auch so ein bisschen ich hätte jetzt fast gesagt, fußläufig sind, aber also wenn du in München bist, würde ich nicht bei Druckpartner produzieren, weil das ist total geil, wenn du da einmal hingehen kannst und wenn du mit den Leuten vor Ort sprechen kannst. Ja, genau. Also, wie kann ich so unterstreichen? Ich war in den Entstehungsprozessen auch mehrfach da. Dann wurden die Masterbögen gedruckt. Dann machst du quasi eine Endkontrolle. Das ist auch schon ein bisschen spannend, einfach weil, naja, letztendlich gibst du dann frei die Kohle, die du auch ausgibst, ne? Und dann guckst du nochmal genau, passen die Farben, passt da alles, muss noch irgendwas gemacht werden, weil letztendlich setzen die ja nur das um, was du angeliefert hast. Und die Verantwortung bleibt am Ende bei dir, wenn du einfach sagst, so, ich gebe jetzt das Go, ne? Aber ist halt auch spannend, diese Technik mal zu sehen, finde ich. Also deswegen dein Hinweis ist, glaube ich, sehr, sehr gut. So zufrieden ich auch mit Druckpartner bin, man sollte sich vielleicht auch was suchen, was ja, für einen erreichbar ist, dass man vor Ort einfach diese Endabnahme auch machen kann. Trotzdem, ich muss noch mal eine Lanze brechen für Druckpartner. Was bei Druckpartner genial ist, die sind sehr, sehr groß aufgestellt. Die sind auch eine richtige Druckerei. Die können auch noch gut davon leben. Und die haben auch sehr, sehr ausgeprägte, ausgefeilte Offset-Strecken. Das heißt, wenn du von deinem Digitaldruck eventuell schon so eine Auflage hast, wo sich Offset Druck lohnt, die können auch wirtschaftlich relativ kleine Offset-Auflagen realisieren. Ja? Und das ist auch spannend. Das kann nicht jede Druckerei, die dann so digital ist, so groß ist, dass die einen Plattenwechsel entsprechend hinbekommen im laufenden Betrieb und da auch relativ kleine Auflagen. Ich weiß nicht, wo jetzt da die Grenze ist bei Druckpartner, aber sie können relativ kleine Auflagen auch in Offset drucken. Also insofern kann man schon empfehlen. Du guckst einen Chat, das ist gut. Ja, die Farben passen, Andy. Vor allen Dingen, darüber hast du ja die Kontrolle. Also ist das, hat ja Klaus gesagt, das ist gerade im Digitaldruck ja natürlich das Tolle, dass die Maschinen sind, teilweise kalibrieren die sich selber. Also du hast da einen totalen Standard und selbst wenn die dazwischendrin wieder was ganz anderes produzieren, wenn du das einmal gesehen hast, das kommt hinten genauso raus, wie du es vorher definiert hast. Klaus, du Allerdings ein widersprichst mir, kleiner wenn ich Zusatz. Scheiße erzähle. Ja, nee, das liegt ein bisschen an der Papiersorte und Die darfst du nicht wechseln, ja. ja, die Papier. Genau, also was heißt nicht wechseln? Ich hatte halt das Ding, das erste Ding, hier diese Geschichte, das ist halt ein sehr, sehr offenporiges Papier. Hier, diese Geschichte hier. Gefällt mir persönlich auch besser als die hier. Aber das ist ja jetzt ja wieder reine Geschmackssache. Also die ist sehr offenporig und da. Das war dunkler als der Druck. Also da musste ich ein bisschen also mal anpassen. Das Einzige, das habe ich aber technisch nicht verstanden. Wenn du mal basal druckst, da gibt es ja diese ICC-Farbprofile, wo man quasi das Trägermaterial simuliert in Lightroom, wo das Bild nachher draufkommt. Und das funktioniert bei diesem Digitaldruck bei Druckpartner nicht. Der Oliver hat es mir erklärt, ich habe es aber nicht gerafft, weil ich zu dumm bin. Also da ist dann wirklich Trial and Error. Du bist dann an der Maschine und dafür ist das Hingehen dann nochmal wichtig. Dann haben wir, ich weiß nicht, Helligkeit plus 10 und Tiefen plus 10. Dann nochmal einen Bogen rausgedruckt, dann auch nochmal unter Kunstlicht geguckt, draußen geguckt, jo, Daumen hoch, passt. Also das war jetzt die Farbwerte, da gebe ich dir recht, die passten. Bei mir war es so ein bisschen die Helligkeit, die ein bisschen fehlte. Aber das lag einfach an dem Papier und nicht, dass die Maschine nicht gut war. Weil die Farbe einfach, glaube ich, mehr vom Papier aufgesogen wurde, so hat man mir erklärt.
Und du darfst, wenn du sozusagen einen Andruck machst, aber da berät dich eigentlich die Druckerei, darfst du nicht nochmal eine Papiercharge wechseln. Also du musst dann gucken, das ist die Nee, genau. Papiercharge und in der Papiercharge habe ich es abgenommen und dann drucke ich auch da drauf. Genau so. Der Michael Ritter fragt noch, was du da für eine Halterung hast im Hintergrund. Habt ihr genau richtig erkannt? Ich habe da auch schon runtergeschrieben im Chat. Das ist so. Das sind jetzt keine Wäscheleine, sondern so eine, wie heißt denn das? So eine Analog, hätte ich bald gesagt. Also so eine Naturfaser, wie heißt denn das? So eine Kordel, so eine. Mir fehlt das deutsche Wort jetzt dafür, also den Fachbegriff. Also es ist keine Wäscheleine aus Plastik, sondern. So eine Oh, kenne Sisal ich nicht. oder Ich weiß nicht, was Sisal ist. Hanf. Ja, So. ich wollte jetzt nicht Hanf sagen, weil Hanf verbinde ich was anderes mit, aber das ist so wie so alte Stricke, so aus diesem Ja, Zeug ja, ist ja, das, ja. irgendwie genau. Und da sind einfach Wäscheklammern drin. Das hängt ein bisschen durch, aber das stört mich überhaupt nicht. Das sind jetzt irgendwie von meinen Norway Diaries, da habe ich ja dann auch so eine Live-Veranstaltung gemacht, so eine kleine Ausstellung, die sind halt nicht verkauft worden. Oh, und die habe ich mir dann hinten, da wechsle ich schon mal, wenn ich mal wieder irgendwas habe, so genau. Oh. Ich Wann ist mag denn es halt deine. im Papier. Erst du, ich habe ein neues Thema. Ich habe nur gesagt, ich bin Papierfetischist und ich mag es ungern, wenn man geiles Papier hat, das hinter Glas zu packen. Ich möchte das anpacken können, auch wenn die sich so ein bisschen krümmen, das stört mich nicht. Also weiß ich nicht. Ich finde es haptisch, Papier, ach geil. Ja. Wann ist denn dein nächster Workshop? Wann machst du den nächsten Workshop? Der Padawan sagt das auch schon immer. Ich bin geradezu, ich weiß, ich kann es nicht greifen. Also ich weiß es noch nicht. Ich habe mehrere Konzepte in der Tasche. Leipzig steht an eigentlich. Da habe ich ja in den letzten Diaries oder was, Kurzbesuch, in diesem alten Stadtbad geshootet. Da ist der Plan eigentlich, einen Teilakt-Workshop anzubieten. Eigentlich muss ich nur noch buchen und gucken, dass alle Termine haben. Aber ich weiß nicht, ich bin gerade zu viel Künstler. Ich kann es schlecht beschreiben. Also ich kann noch nichts Konkretes sagen, aber es werden wieder Workshops kommen. Ja, ich weiß, unbefriedigend, aber ich bin dran. Ich habe ja da, wo ich immer Wildlife shooten gehe und wo eine super hohe Erfolgsquote ist, ne, da denke ich ja immer Wildlife Workshop machen und Okay. auch die Menschen mitnehmen und auch dahin führen. So dass es auch wirklich Erfolg gibt. Ne? Da hast Ja, du, das wo ist ich halt so ein hingehe, Risiko, ne? ja, also es kann regnen, das ist das größte Risiko, aber wenn du dich durch mich begleiten lässt, dann wirst du Tiere sehen. Ja, Ja. bist du so ein Tiermagnet? Sehr gut. Nö. Dann würde ich, ja, weil es ja, aber ich sag mal so, klar, man würde das ja in die Haftungsausschuss irgendwie mit reinschreiben, dass man keine 100% Garantie hat, ne? Aber ja. Aber das Problem ist ja dann auch wieder, wie groß soll eine Gruppe sein? Die kann ja nur klein sein, ne? Das ist vierstellig pro Person, ne? Muss man ungefähr rechnen. Weil die Gruppe ist maximal vier, fünf Menschen und das wäre, genau, da kommen wir mit dreistellig nicht mehr hin. Und das ist brutal anstrengend. Das ist brutal Ja, anstrengend. ja, ja. Also du Absolut. stehst und also da gibt es ein Schloss, da gibt es ein Hotel, das ist super nah dort, dann brauchst du Fahrrad und dann geht es irgendwie um 3:30 Uhr morgens los und um 22 Uhr abends kommst du von dem Abendtrip zurück. Und zwischendurch gibt es eine Schlafeinheit und es gibt aber natürlich auch wieder Workshop-Einheiten. Interessantes Konzept, auf jeden Ja. Fall. Aber Ich ich habe kenne es sowas in der gedacht, Form. das könnten wir auch mal zu zweit machen. Weil dann könnte man nämlich die Gruppen aufteilen und dann kann man nämlich an verschiedene Locations mit zwei Gruppen, weil du kannst ja nicht irgendwie fünf, sechs Leute noch mit dem Coach da zu den Tieren. Ne? Und die kriegen dann auch alle vorher
so ein Klebeband um den Mund, dass keiner nur ein Geräusch sagt oder einen Ton sagt. Ein Scherz beiseite. Aber da, ja, wäre mal eine Idee. Aber das ist leider nur was für wirklich zahlungskräftige Kundschaft, weil wegen der kleinen Gruppen und weil es ein sehr, sehr großer Aufwand ist und sehr, sehr hart ist. Ja, und planungsintensiv halt auch, ne? Das ist einfach so, ne? Weil, ich sag mal, Workshop, das ist ja auch, können wir ja auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, bevor ein Workshop steht, ein Workshop konzeptioniert ist. Das kostet halt auch viel Zeit, die der Teilnehmer nicht sieht. Also wenn ich das jetzt auf einen Porträt-Workshop runterbreche, miete ich eine Location, miete ich ein Model und shoote Probe. Und nur wenn ich ein Bild erzielt habe, was mir gefällt und ich sage, das geht, dann brauche ich noch ein paar mehr davon, weil ich will ja einen Workshop damit füllen, dass ich sage, so ungefähr ist das euer Ergebnis. Aber im schlimmsten Fall, hatte ich auch schon mal, ist das nicht so, dass ich sage, nee, da habe ich kein gutes Gefühl bei. Und dann habe ich halt erstmal wieder investiert, ohne halt irgendwie den Gegenwert rauszukriegen. Und genau wie du das auch sagst, war halt noch spezieller. Ich glaube, ein Workshop darf auch nicht überpaced sein, was die Teilnehmer angeht. Ich mache nie mehr als 6 Leute im Bereich der Porträtfotografie, weil ich jeder einzeln mit dem Model alleine arbeiten soll. Quality Time, sage ich jetzt einfach mal so, weil in dem Moment, wo du ein Gruppenshooting machst, ist keiner in charge, ist keiner in Verantwortung. Das heißt, alle konzentrieren sich schön auf die Kamera, das Model weiß überhaupt nicht mehr, wem es... Also deswegen muss man die Gruppen klein halten, aber ja, wir machen das natürlich nicht nur, weil wir geile Typen sind, sondern am Ende des Tages lebt man da ja auch von. Und das ist einfach, das muss man halt so oder so sehen. Es gibt halt auch Leipzig das beste Beispiel. Ich weiß nicht, ob sich das am Ende des Tages rechnet, weil die Lokation nimmt für Gewerbliche einen ordentlichen Toto. Und da kriege ich irgendwo nicht mehr umgelegt, weil da ist ja die Frage, was darf ein 4-Stunden-Workshop mit 6 Leuten kosten? Da gehen die Meinungen auseinander. Bloß irgendwo ist die Grenze. Ein Tages-Workshop, 4 Stunden. Nein. Ein 4-Stunden-Workshop, Teilakt, in einer geilen Location, 6 Teilnehmer. Wie hoch darf der Kurs sein? Was wäre deine Einschätzung? Also, die Zuschauer. Ich bin genau. Die Zuschauer und ich rechne mal kurz. Ja? Wie viel Models? Ein Model, aber okay. Gesagt, Shootingbereich, genau, ein Model, Shootingbereich, Teilakt, geile Location, also die hier alte Stadtpark, historische Stadtpark, exklusiv 4 Stunden. Also sagen wir mal. Das ist kein Einsteigerding, also Basic setzt sich voraus. Da geht es jetzt wirklich um Modelführung, Licht sehen, Licht anwenden und so weiter und so fort. Ja. Wie teuer ist die Location? Willst du das sagen oder soll ich? Ja, ich will es ehrlich gesagt deswegen nicht sagen, weil ich sag mal, ich sehe da so ein kleines Schlupfloch, wo es dann vielleicht doch geht, aber das ist dann so ein Winkelmanöver, möchte ich mal sagen. Deswegen lasse ich es mal jetzt außen vor. Ja, okay. Und wie viel Coach? Also ja, du alleine, ne? Genau. Also ich habe Modelkosten, ich habe Locationkosten und ich alleine, genau. Genau. Boah, jetzt rechnest du aber ordentlich. Und wie viele Teilnehmer waren es? 6. 6 Teilnehmer. 600 Euro. Boah, glaube ich, ja. Also ohne, ich habe, was ich vergessen habe, sind die Reisespesen. Ich habe die Reisespesen vergessen. Du musst ja erstmal nach Leipzig kommen. Und da musst du übernachten. Ja. Also das sind nochmal Tausender drauf. Ja. Also 700, 800 Euro. Es wäre eine tolle Kalkulation, glaube ich, wirst du nicht verkauft kriegen. Ja, das verstehe ich ja. Verstehe ich ja. Genau. Schreib mal in den Chat. Genau. Ich meine, das macht man einmal. Und dann kannst du selbst laufen in der Porträtfotografie. Ne? Und dann kannst du dir den Rest autodidaktisch beibringen. Das ist so ein Startpaket, ne? um ganz schnell eine steile Lernkurve zu haben, die wichtigsten Dinge, die Angst loszuwerden, mit dem Model zu arbeiten. Ich finde, dafür kann man auch mal 800 Euro investieren. Ja, da frage ich mich jetzt, ob Teilakt dann vielleicht für diese Ziele, die du gerade nennst, der Einstieg ist. Weil machen wir uns nichts vor, eine gut anzusehende Frau, wenig an, macht bei dem einen oder anderen Teilnehmer auch schon ein bisschen Stress.
Ist wirklich so, ist so meine Erfahrung. Ob man Eben. dann vielleicht, wenn man diese Ziele verfolgt, es nicht sinnvoller wäre, erstmal eine Lifestyle-Geschichte zu machen, so weißt du, was ich meine. Aber wie gesagt, ich bin da noch in Erfindung. Mal gucken. Vielleicht habe ich bald wieder richtig Workshop-Bock und dann geht das ab. Ja, also Michael Ritter sagt No way. Aber Michael Ritter ist auch Tierfotograf. Ja. Und Wiesner und Reinders nehmen 400 Euro, aber das ist, glaube ich, nicht so eine geile Location, sagt Oliver Hummel. Und wahrscheinlich auch keine leicht bekleideten Damen. Ne? Also Shooting-Bereich muss man halt auch mit einbeziehen. Ne? Hat man ja von bei den Modelgagen. Ja. Ja, interessant, interessant, Ja, was alles sowas über der überlegt, genau. Schmerzgrenze und kann ich Ist auch meine verstehen, Einschätzung, kann genau. ich Ja, verstehen, absolut, absolut, kann ich genau. total verstehen. Ja, aber ist ja okay, ist ja auch nur eine Idee, nur ein Angebot und nur eine Option. Genau, einfach mal strittig zu diskutieren. Ja, das ist ja schon mal super. Das ist ja kleine Marktforschung, die wir gemacht haben. Danke euch für euer Feedback. Genau. Ich hätte jetzt fast gesagt, aber du, ich stehe hier noch ein bisschen. Ich hätte ja gesagt, wir beheben uns noch ein paar Themen auf für ein zweites Mal. Also, und die Zuschauer ein paar Fragen fürs nächste Mal. Lofote hat ja was Schönes geschrieben, das gefällt mir ja. Das ist, glaube ich, wenn du im Shooting-Modus bist, glaube ich, da ist ein Fokus, da willst du ja was umsetzen. Wie Also, siehst du das ist das? einfach nur, ja, ist einfach meine Wahrnehmung auf solchen Workshops. Und da muss das Model noch nicht mal leicht bekleidet sein. Also, gar keine Frage. Jeder kann sich nicht selber malen und Schönheit ist ja auch immer relativ und liegt ja im Auge des Betrachters. Aber es ist, glaube ich, leichter, wie sagt man, nach Standards definiert, einen schönen Menschen abzulichten, als einen mit Ecken und Kanten, sage ich jetzt einfach mal so. Nicht umsonst haben ja auch viele Fotografierende schöne Models im Portfolio. Und meine Erfahrung ist ganz oft, auch eher vielleicht so bei den Einsteigergeschichten, dass die Teilnehmer, die Workshop-Teilnehmer, ja, ich will nicht sagen Stereotyp sind, aber die haben schon eine Altersklasse. Und nicht bei allen, aber so das Gros hat Kommunikations- oder muss Kommunikation lernen. Das ist so der größte Punkt, wo ich am Anfang von dem Workshop immer sage, nicht erschrecken, ich werde euch nachher anschreien. Weil immer dann, wenn es still ist, dann ist irgendwas falsch. Natürlich haben wir ein Model, was abliefern kann, aber die kriegen von mir eine Rolleneinweisung. Ich habe gesagt, mach mal nichts. Hilf dem Fotografen, wenn es komplett eskaliert, aber lass ihn auch mal kommen. Einfach um dieses Gefühl mal ein bisschen rauszuarbeiten. Ja, und jetzt? Ja, nee, ich rede jetzt hier nicht mit meinen Knöpfen meiner Kamera. Da ist der Mensch. Der Mensch, der soll abgeholt werden. Das versuche ich halt so ein bisschen. Und das ist halt, was ich durchweg einfach erlebe, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Aber macht man das ja, um das aufzuzeigen, dass man sagt, du musst einfach reagieren. Du hast jetzt keinen Roboter, wo du einen Knopf drückst und der sich da so hinstellt. Das, was rauskommt, das ist ja ein Zusammenspiel in der Kommunikation. Und das ist einfach so meine Wahrnehmung, dass möglicherweise auch die Optik dieses schön anschauenden Models, ist ganz egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, den einen oder anderen auch so ein bisschen. Ja, verunsichert, unsicher macht, aber ist halt nur so ein Bauchgefühl, was ich bei den Workshops teilweise habe. Na, ich finde einfach, Fotografie ist grundsätzlich relativ komplex. Also egal, ob es Wildlife-Fotografie ist, ob es Personenfotografie ist, Menschenfotografie,
Du hast verschiedene Interaktionsebenen. Du hast die Ebene der Technik, du hast die Ebene des Lichtes und du hast die Lebewesen vor der Kamera. Und das ist schon eine Herausforderung, das alles zu gestalten und da alles im Blick zu behalten und Ergebnisse zu produzieren. Michael Ritter will früh ins Bett. Der hat schon geschrieben. Der schreibt, ich gehe gerne früh schlafen. Naja, ich bin halt immer früh auf, deswegen bin ich meistens auch zeitig. Bei mir ist halt irgendwie so um 5 Uhr jeden Tag meistens die Nacht um. Das ist so, weil geiles Licht im Moment. Ne? Nee, deswegen Klaus. Ja. Das hat super viel Spaß gemacht mit dir. Das kann ich nur so zurückgeben, Markus. Das hat richtig Böcke gemacht. Ja, und vielleicht machen wir es ja mal wieder. Nicht gleich nächste Woche, aber wenn sich wieder ein paar Themen angesammelt haben. Ja. Das Setup Gerne. haben wir jetzt ja so Ja, eingespielt. Ja. nach so ein bisschen hin und her, genau, ging es, genau. Ja. Ja. Aber vielmehr freue ich mich auch, wenn wir mal live losziehen. Das machen wir Ja. auf jeden Fall. Ja. Klaus, deine Kamera ist da unten. Danke für deine Zeit, für deine Energie, für deinen Input, für deine Impulse. Und ich glaube, das Video wird auch noch von Menschen geguckt werden in der zweiten Welle. Und also nicht nur live, sondern in der Aufzeichnung. Und wird hoffentlich viele erreichen. Und ich drücke hier nochmal auf so einen Abo-Button. Ja? Und da blendet sich dann ein Abo-Aufforderung ein. Wir brauchen eure Abos. Ne? Wir brauchen eure Abos, um mehr machen zu können. Für euch. Und für uns, weil uns macht es Spaß. Amen. Wir sehen uns, Klaus. Schönen Tschüss, Abend. macht's Klasse, dass gut. du dabei warst und bis die Tage.